Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Max-Lingner-Haus. Schön, dass Sie zu unserer letzten Veranstaltung in diesem Programmzyklus kommen. Es geht im nächsten Jahr weiter. Zum Abschluss der Veranstaltung kann ich Sie einladen zum nächsten Vortrag am 14. Februar. Heute ist es mir aber eine Freude, Ulrich Hartung, Dr. Ulrich Hartung zu begrüßen, der in Berlin an der Humboldt-Universität Kunstgeschichte studiert hat und sich auf das Feld der Architekturgeschichte, der Architekturkritik begeben hat. Er hat 1986 begonnen zu studieren, 91 abgeschlossen, hat promoviert zum Thema der Kulturhäuser in der DDR, Arbeiter- und Bauerntempel der 50er Jahre. Und hat seitdem freiberuflich gearbeitet, sich schon seit längerer Zeit mit NS-Architektur beschäftigt, zwischendurch sich mit Kirchenbauten in Brandenburg befasst und ist dann besonders hervorgetreten in der sehr engen Zusammenarbeit mit Andreas Butter bei der Herausgabe des Buches und der Ausstellung Ostmoderne, die gegenüber dem bis dato üblichen Trend, sich mit den Bautraditionen, mit der Baugeschichte der DDR über die Phase der Baupolitik der nationalen Traditionen, mit der Vorgeschichte, nämlich mit dem unmittelbaren Nachkriegszeit und dem Anknüpfen an die Zwischenkriegsmoderne nach 1945 auseinanderzusetzen. Und diese Beschäftigung mit der DDR-Architektur ging auch weiter, die brachte auch uns zusammen, weil einige der Bücher, die bei der Hermann-Henselmann-Stiftung erschienen sind, wie insbesondere die Ausstellung der Katalog zur über Baulig wesentlich auf seine Mitarbeit und Zuarbeiten basierten, wie auch seine redaktionelle Hilfe bei der Herausgabe des Buches von Irma Leinauer. Also er ist jemand, der selber eigenständige Texte arbeitet und auch ein außerordentlich guter Mitarbeiter und Zuarbeiter und Unterstützer als Redakteur ist bei der Fertigstellung von anderen Produkten. Also ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute erfahren von deinem neuen Buchprojekt, dessen Entstehen wir seit einiger Zeit schon beobachten können, dessen Ergebnisse wir auch schon in Diskussionen um die Ausstellung Plan und Bauen im NS aufnehmen konnten. Und ich sehe hier eine Vielzahl von Expertinnen und Experten und freue mich insbesondere noch auf die Diskussion. Ich grüße besonders jene, die sich entschuldigt haben, dass sie unbedingt kommen wollten, aber jetzt an den Zuschauer hier an den Geräten sitzen, weil sie etwas verschnupft sind. Das werden wir also zu würdigen wissen. Leider haben wir noch keine Rückkopplung mit hier in den Raum. Wir müssen also sozusagen dann die Resonanz später aufnehmen. Herzlich willkommen. Uli, du hast das Podium. Danke. Wollen wir hoffen, dass hinterher nicht noch einige aus inhaltlichen Gründen verschnupft sind. Nach der Moderne die nationalsozialistische Architektur. Das ist das Thema eines gar nicht mehr so neuen Publikationsprojektes von mir. Seit 19 habe ich daran gearbeitet, an dem Buch, das zum ersten Mal im deutschen Sprachraum einen einigermaßen verlässlichen Überblick über die NS-Architektur geben sollte. Das heißt, zum ersten Mal überhaupt erklären sollte, dass es das Phänomen überhaupt gibt. Denn in der offiziellen oder halboffiziellen Forschungsgeschichte wird ja immer kühn behauptet, es gäbe so etwas wie NS-Architektur gar nicht. Darauf werde ich noch genauer eingehen. Jedenfalls, ich bin damals ruhig davon ausgegangen oder ich bin weitergegangen auf dem Weg zu überlegen, worin besteht sie denn nun, die NS-Architektur? Ich bin sogar so weit gekommen, sie aus den ideologischen Grundannahmen erklären zu können oder zumindest zu versuchen zu haben. Das Thema NS-Architektur hat mich eigentlich begleitet, seit ich die ersten Vergleiche gemacht habe mit Bauten aus den 50er Jahren. Zum da kamen so Bemerkungen, dass die Architektur der 50er Jahre etwas reicher, farbiger, repräsentativer, großzügiger sei als die Vergleich Wohnarchitektur, zum Beispiel die Architektur der Stalinallee, Wohnarchitektur des Dritten Reiches. Ich hatte da bestimmte Sachen vor Augen, aber dieser Vergleich hat mich dann irgendwann darauf gebracht, zu sagen,
ein Phänomen, kann man zwar im Vergleich zu anderen Phänomenen besser empirisch erkennen, aber in der wissenschaftlichen Darlegung muss man es erst einmal positiv nachweisen. Das heißt, eigentlich ist der Titel etwas unverschämt. Nach der modernen nationalsozialistischen Architektur, da würde man eigentlich erwarten, dass ich erstmal eine kurze und knappe Darlegung der Moderne bringe und sie dann zur NS-Architektur ins Verhältnis setze. Das wäre sozusagen im strengen Wissenschaftlichen auch notwendig gewesen. Trotzdem, man kann es machen, dass man etwas rein ganz unkritisch positiv darlegt. Warum gibt es das Phänomen? Gibt es es überhaupt? Und warum gibt es das? Und ich habe das versucht, das zu machen. Und ich habe dann im dritten Teil der Arbeit versucht zu erklären, warum die Kolleginnen und Kollegen nicht zu diesem Ergebnis gekommen sind. Also seit 1994 sind die ersten Publikationen, aber damit befasst habe ich mich seit Anfang der 90er Jahre. Bis jetzt, für das Buch, also da braucht keiner Angst zu haben, dass es jetzt ein zweiter Aufguss wird. Alle alten Texte von mir, und ich bin noch am zweiten Teil ja noch nicht ganz fertig, werden gründlich überarbeitet. Ich habe mich über tausende Details geärgert. Über einige Dinge habe ich mir auch schwer geärgert und die habe ich dann auch korrigiert. Das heißt, Sie können von mir nicht erwarten, dass ich Dinge aus meiner Jugendzeit sozusagen jetzt dokumentiere, um meine eigene Entwicklung darzustellen. Das müssen dann schon die harten Biografen machen. Also, es sind Studienkritiken, Rezensionen vor allen Dingen, alle überarbeitet und eben teilweise auch für das Buch neu geschrieben. Die Rezension nicht, aber es gibt zum Beispiel einen Aufsatz, aus dem die Bilder jetzt für heute sind. Der ist für das Buch neu geschrieben, aus der Überlegung heraus, dass ich erstmal eine Reihe von Bauten vorstellen wollte, Ihnen auch vorstellen wollte, den Leserinnen und Lesern dann, die für bestimmte Aspekte der NS-Architektur wichtig sind. Da fehlen bestimmte ganze Kategorien von Bauten. Zum Beispiel ist keine Schule dabei, was mich im Nachhinein sehr geärgert hat, aber ich konnte es nicht mehr ändern. Dieser Teil ist seit Sommer beim Verlag, wird auch so erscheinen. Seit 1919 an der Arbeit, 21. der dritte Teil, das heißt mit den Kritiken und Rezensionen, mit Bildern an den Verlag. Sie werden noch eine Übersicht des Inhalts bekommen. Vortrag am Lingnerhaus, das war das, der damalige Vortrag, nationalsozialistische Architektur, Neues zu einem längst bewältigt geglaubten Thema. Das ist jetzt 2 Jahre her, genau 2 Jahre, leider habe ich dummerweise die Unterschrift, also man kann es ergoogeln unter Max Lingnerhaus, NS-Architektur, Vortrag, Hartung, aber hier sind die Nummern drin. Ja, seit Juli wohl ist der dritte Teil fertig im Verlag und der zweite hängt noch. Und dann heute sind wir dann aktuell. Das große Problem des Buches ist seine Finanzierung. Es ist einfach als heute geradezu ungewöhnlich, dass man keine Institution hinter sich hat, sondern bloß als Autor ein Buch schreibt und dann von dem Verlag die unverschämte Vorstellung hat, er möge das auch noch die Drucklegung finanzieren. Es wird sehr schwierig werden. Ich kann es nicht sagen. Ich vermute mal, dass Mitte nächsten Jahres es dann in Leipzig erscheinen wird. Ich hoffe es. So ungefähr würde der Titelblatt aussehen, natürlich farblich sehr viel schöner. Man könnte sich da vorstellen, dass da kommt auch noch unten das Signet des Verlags hinzu. Aber das sind 3 Bauten, die für mich prototypisch dafür stehen. Die habe ich in dem anderen Vortrag auch schon gezeigt, aber ich werde sie Ihnen nochmal vorstellen, um das bei dem Beispiel zu erläutern. Die 3 Bauten sind, wir werden sie hier nachher noch durchgehen, die Berliner Wohnbebauung an der Linienstraße 34 bis aber Anfang 36 nach Entwurf von, jetzt ist der Name weg, Richard Ermisch hinter der Volksbühne am Bühlerplatz als Teil der sogenannten Sanierung des dortigen tendenziell jüdisch geprägten Viertels und einer der ersten, kann man schon so sagen, repräsentativen Bauten des Dritten Reichs überhaupt. In der Mitte aus der Hochphase der Ende der 30er Jahre, die Parteikanzlei in München im Gipsmodell. Aber der Bau ist angefangen worden, und zwar als Fortsetzung der Parteibauten am Königlichen Platz oder Platz Adolf Hitlers, die man sicherlich mal gesehen hat. Diese beiden großen Blöcke für die Parteiführung und für die Parteiverwaltung mit den beiden berüchtigten Ehrentempeln in der Mitte, diesen Pfeilertempeln.
Der Bau sollte sich seitlich anschließen und steht übrigens, das muss man hinzusagen, der alten Pinakothek gegenüber, auf die sich offensichtlich der Architekt, und zwar Leonhard Gerl, der Bürochef vom alten Paul Ludwig Trost, nach dem Tod des Chefs hat Gerl weitergemacht, mit der Autorität, die sozusagen Trost hatte als erster Architekt des Führers. Drittens, am unbekanntesten, aber auch sehr typisch, wieder in Berlin, die Wohnbebauung gegenüber dem Ernst-Thälmann-Park an der Greifswalder Straße von den Architekten des Tannenberg-Denkmals, Walter und Johannes Krüger. Was verbindet diese Bauten? Das war die entscheidende Frage, deshalb sind sie sozusagen emblematisch auf dem Titelblatt angebracht. Man kann sofort sehen, dass es formal, und viele Leute sagen ja, diese Formen sind nicht so wichtig, es kommt auf die Inhalte an. Aber ich würde die kühne Behauptung festhalten, dass die Inhalte in den Formen selbst stecken. Das ist die entscheidende methodische Überlegung, die meiner Arbeit zugrunde liegt. In den Formen selbst stecken die Ausdruckswerte, die einen Bau konstituieren. Wir haben nun diese merkwürdigen Bogenhallen. Nun ist es auf keinen Fall eine klassische Ziegelkonstruktion, sondern sicherlich ist da Beton verwandt worden. Aber es kam offensichtlich auf diesen Bogen und auf diese Pfeilerreihen mächtig an. Das heißt, der Anschein des Handwerklichen, das Historisierende, könnte man sagen, als in einer traditionellen Kunstgeschichte, beherrschte die Zeit. Und man könnte sagen, die NS-Architektur ist im Allgemeinen, mit Ausnahmen, moderne, vor allem im Industriebau, historisieren. Nur da, was hat man damit gesagt? Das habe ich damals schon in dem Vortrag gesagt. Das ist ein bisschen labbrig. Man kann sich dann nur von der Architektur der Moderne abheben. Das heißt, hier werden nach der Moderne, nach 1931, nach der Krise und nach der Übergangszeit, als die Moderne bewusst bekämpft wurde, in der Zeit nach ihrem großen Siegeszug und nach der Zerstörung der, sagen wir mal, progressiven Strukturen, nach der sogenannten Machtergreifung. Ab 1933 haben wir andere kulturhistorische Situationen, das ist unbestritten. Die Frage ist eben tatsächlich, ob die Moderne einen Platz in der Selbstdarstellung des Dritten Reiches hatte. Und meiner Meinung nach hatte sie diesen Platz nicht, wenn man sie konsequent als Konzept ansieht. Deshalb werde ich auch die Moderne nicht positiv darstellen in diesem Buch, weil sie meiner Meinung nach in der NS-Architektur nicht vorkommt. Man kann ja nicht gleichzeitig sagen, wie totalitär war doch die Moderne, sie wollte alles beherrschen und überall dieselben Blöcke hinstellen und dann feststellen, dass auch ein Bau in der Seitenstraße, nicht in der Hauptfront, schon den Sieg oder die Selbstdarstellung der Moderne verkörpert. Entweder die Moderne ist im Ganzen, da ist sie auch in der Hauptstraße zu sehen, oder sie ist nur in der Nebenstraße zu sehen, dann ist sie eigentlich als Konzept gar nicht vorhanden. Aber wie gesagt, das geht schon in den Bereich fast der Polemik hinein. Entscheidend ist die Frage, was verbindet alle drei Bauten? Machen wir mal mit der Linienstraße an. Symmetrische Komposition, der Block auf der anderen Seite, das müssen Sie mir glauben, ist derselbe wie dieser. Hinten ist die Volksbühne mit ihrem Bühnenturm aus der Nachkriegszeit, die sich sehr gut einfügt in das Ensemble. Und wir haben zwei Bauten, die sich erstmal gleich sind, nur dass der kleinere, der vordere, rechts und links, symmetrisch die Bogenhalle hat, die auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick keine Funktion hat, aber sehr wohl offensichtlich nötig ist, um den Raum zu schließen. Ich habe darüber schon gesprochen. Sie hat keinen Zweck, aber sie hat einen Sinn. Und der Sinn ist eben wirklich schwierig, kann man aus der räumlichen Situation erklären. Sie hat so einen Moment von Heroisierung durch die Reihe von Pfeilern, allgemein in der NS-Architektur, und dann wird das Ganze mit dem Bogen als, wenn man so will, als Symbol einer traditionellen Architektur verbunden. Zwei Stilismen, wenn man so will. Klassizismus und Heimatstil. Die Form, auch diese eingestellten Bogenhallen, Arkaden, sind nicht neu. Aber neu ist der Zusammenhang, in den sie hier gebracht werden. Eine Straße hinter einem repräsentativen Platz, repräsentativ deswegen, weil dort die KPD-Zentrale war, man am Bülowplatz,
dem etwas entgegensetzen wollte. Also wurde der Platz den Horst-Bessel-Platz umbenannt. Es sollte ein Denkmal für Horst Bessel geben. Und es gab auch ein Denkmal für die beiden Polizeioffiziere Anlauf und Lenk, die wahrscheinlich doch von Mielke umgebracht worden sind. Ich sage dazu mal lieber nichts. Eine räumliche Situation, die eine gewisse repräsentative Bedeutung hatte, zumindest in der Anfangszeit des Regimes, 34, 36. Wie hat Ermisch das gestaltet? Die Attika wird abgehoben und sie hat wieder das Bogenmotiv in den Fenstern, dann wiederholen sich bestimmte Dinge. An sich ist die Architektur sehr einfach und schlicht. Ja, einfach und schlicht wird ja oftmals gern mit modern verwechselt. Aber hier hat man schon bestimmte, Monumentalismen. Die Eingänge sind mit Stein umrahmt, auch die Fenster ansatzweise. Es gibt eine Attika und es gibt eine gewisse Schwere, so einen klassizistischen Habitus, der in Spannung gesetzt wird zu dem Heimatstil. Nun wird es ja in der offiziellen Literatur immer gesagt, es gibt drei Stile im Dritten Reich im Wesentlichen. Den Neoklassizismus für die Großbauten, den Heimatstil für die sozialen und regionalen und auch Wohnbauten und dann die Moderne, angeblich total vorherrschend im Bereich der technischen Bauten, wo dann auch großzügig die Brücken mit der Reichsautobahn dazugezählt werden, wo es schon mal nicht stimmt, und vor allen Dingen eben irgendwelche Produktionsbauten. Diese drei Gliederungen, die Verbindungen zwischen diesen drei Momenten negiert. Das war der erste negative Ansatzpunkt für mich, das Buch zu schreiben. Meine kühne Behauptung ist, dass auch Alltagsbauten eben ein verbindendes Moment aufweisen. Was ist das Verbindende? Man hat Seitenbauten, in dem Fall asymmetrisch, aber man könnte es symmetrisch ergänzen, um symmetrisch über die Straße hinweg, die niedriger sind, und man hat höhere Bauten, die in der Mitte stehen. Beide haben aber dieselbe Grundform, ein Block mit einer gleichen Attika. Das heißt, man hat eine Hierarchie der Formen, eine Größenhierarchie erst einmal, und dann zweitens hat man eine relative Autonomie der Einzelbaukörper. Da könnte man sagen, das ist ja wie eine Moderne. Nein, in der Moderne gibt es tendenziell keine Hierarchie der Formen mehr. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben hier, und beim nächsten Beispiel wird das dann nochmal besonders deutlicher, weil es ja ein besonders aufwendiger, repräsentativer Bau ist, für den Hitler persönlich seine Zustimmung gegeben hat. Wir haben hier dasselbe Motiv. Es wird in vereinfachter Form wiederholt und vergrößert und vergröbert auch in den Mittelteil. Auch wieder hier vollkommen funktionslos, kann man schon sagen, aber nicht ohne Sinn. Ein Mittelblock und zwei vollkommen gleiche Seitenteile. Die Seitenteile könnten für sich stehen. Auch der Mittelblock könnte für sich stehen und könnte sozusagen heraussägen. Und dann wäre immer noch eine ästhetische Form vorhanden. Der berühmte Heinrich Wölf-Lien hat für diese Ästhetik den Begriff der vielheitlichen Einheit geprägt und ihm der einheitlichen Einheit des Barocks gegenübergestellt. Im Barock kann man nichts wegnehmen, ohne dass der ganze Bau zusammenfällt. Und der Bau selbst ist tendenziell eine organische Einheit mit einem Hauptmotiv. Hier ist eindeutig ein Unterschied vorhanden. Natürlich könnte man sagen, wenn Wölf-Lien das schon so charakterisiert hat und damit die Renaissance gemeint hat, Architektur gemeint hat, könnte man es auf den Klassizismus übertragen und sagen, das ist einfach eine Art Neoklassizismus. Ich würde auf jeden Fall von einer Art Form von vereinfachter Neorenaissance im Sinne der italienischen Renaissance ausgehen, auf Deutsch gesagt ein Palazzo. Aber im Unterschied zum Palazzo, der direkt an der Straße steht, wird hier eine Dissensform im barocken Sinne gewählt und es werden die Seitenbauten nach vorne gezogen. Wir haben es bei diesem einfachen Bau gesehen, wir haben es bei diesem repräsentativen Bau gesehen. Es ist eine Erweiterung der Parteizentrale, wie gesagt, gegenüber der alten Pinakothek, die auch eine Neorenaissanceform hat, aber sollte sie zugleich übertreffen. Architekt, wie gesagt, Leonhard Gall, Gipsmodell war in der zweiten Kunst- und Architekturausstellung zu sehen. Und der Bau ist sogar begonnen worden, man hat den Keller ausgebaut und dann kam der Krieg. Was soll man sagen, dazwischen kann man nicht, aber sie haben natürlich gedacht, das wird irgendwann fertig gebaut. Das heißt, der Bau ist sogar begonnen worden, sonst hätte ich ihn auch gar nicht reingenommen. Ich wollte Ihnen gerne den Leserinnen und Lesern immer reale Bauten zeigen, um zu erklären, was da nicht so sehr, was so große Wahnideen dort geherrscht haben mit Germania, was überhaupt noch kein feststehender Begriff ist, zumindest nicht historisch nicht feststehender Begriff für Berlin.
Das ist keineswegs bewiesen, dass das Germania heißen sollte, aber an diesem nicht bewiesenen Begriff wird vieles aufgehängt. Entscheidend ist an dem Bau, dass er diese repräsentative Symmetrie hat und dass diese Symmetrie hier in gesteigerter Form auftritt. Aber sie ist, und das ist nicht das einzige Beispiel, nicht reserviert für die Großbauten. Wir haben hier einen Bau, wo man ihm sofort ansieht, dass es nur minimale Mittel zum Bau gegeben hat. Ein Wohnblock, ein normaler Wohnblock, hat natürlich einen Laden mal drin gehabt, aber im Wesentlichen sind es Wohnungen. Ein Block, eine städtebauliche Situation, die war dadurch geprägt, dass es eigentlich zwei Baublöcke gab, nämlich die schmaleren der Reform-Siedlungsbaus in der Mitte, sollte eine Straße quer hineinführen. Und um eine schöne einheitliche Front zu machen und einen großen Eingang, sagen wir mal so, zu motivieren, haben die Architekten, wie gesagt, die Architekten des Tannenberg-Denkmals, Walter und Johannes Krüger, einfach einen großen Bogen in die Mitte gestellt, den war ladensymmetrisch organisiert. Und zwei einfachere Pfeiler halten, rechts und links, die müssen wir glauben, dass es hier auch dieselben sind. Man kann es andersweise sehen, aber es hängt immer etwas dazwischen gestellt. Es ist empört, sinnlos im Detail, obwohl es so einfach ist. Die Heimatstilarchitekten haben seit 1900 sich immer an die herrschenden Tendenzen angepasst. Am Anfang war es eine Art Neobarock und Neorenaissance, in den 20er Jahren war es dann der Expressionismus und dann nach 1933 war es der offizielle Staatsstil. Hier ist, wenn man so will, die Variante des Heimatstils im Dritten Reich, aber nicht irgendwo, sondern in Berlin an einer relativ wichtigen Ausfallstraße. Deshalb die repräsentative Form, deshalb die Symmetrie. Ja, warum ist das so empörend? Einfache Formen, würden die Heimatstilisten sagen, können ja nie kitschig sein. Das würde ich mal nicht so unterschreiben, sondern ich würde sagen, das Sentimentale und zugleich Monumentale äußert sich in Formen wie diesen. Wozu dient dieses vorgezogene Walmdach mit den Spitzen und auf den beiden Konsolen? Warum müssen rechts und links dieselben Eingänge sein? Warum ist der ganze Eingang noch mit Wappen geschmückt? Es ist auf jeden Fall ein sentimentaler Rückbezug auf die, tja, sagen wir mal, vorindustrielle Bauweise, vorindustrielle Ideologie, vorindustrielle Gesellschaft, der sich daran zum Ausdruck bringt, der kombiniert ist mit dem Wunsch, eine maximale Repräsentation mit einfachsten Mitteln zu erzeugen. Mehr kann man in diesem Bau nicht sagen, mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Entscheidend ist, dass in bestimmten Situationen der Heimatstil so repräsentativ war, dass er tatsächlich in die Symmetrie aufgenommen hat und eine merkwürdige Melange aus historischen Formen erzeugt hat. Ich verweise zum Beispiel auf ein sehr wichtiges Detail. Es sind einfache Walmdächer mit einem umlaufenden Dach, was dann schon die Geschlossenheit des Baus auftritt. Und dasselbe Motiv des Walmdachs kommt hier noch einmal wieder verwendet vor. Und das ist typisch für das Dritte Reich. Die Einzelformen, ob groß oder klein, werden vergrößert oder reproduziert, aber sie werden immer wieder in derselben Grundform angewendet. Bei den Bauten von Speer wird Ihnen das auffallen, dass sie zum Beispiel aus Blöcken, aus Quadern bestehen, dass die Gesimse aus Stufen bestehen, alles auch wieder aus Blöcken. Am Anfang waren diese Bauten allein aus Blöcken zusammengesetzt. Das heißt, wir haben jetzt eine Gemeinsamkeit. Leider kann man es schwer lesen, ich werde das alles vorlesen. Ich habe gedacht, man könnte das etwas größer sehen. Das Inhaltsverzeichnis des Buches. Drei Teile. Erster Teil mit den Gesamtausstellungen. Bei den Gesamtdarstellungen kommen wir in die. Ich führe ein und erläutere dann sozusagen das Thema. Nationalsozialistisches Bauen, Beispiele aus 12 Jahren. Alle Bilder dieses Artikels werden Sie nachher sehen. Das heißt, die als Anfang. Sie sehen dann deutlich, es wird dann differenziert von 33 bis 36, 36 bis 39 und von 39 bis 45, das heißt, bestimmte Perioden innerhalb der NS-Architektur werden sichtbar. Bauästhetik im Nationalsozialismus und die Frage der Denkmalwürdigkeit. Das ist der erste Artikel, wo ich zum ersten Mal versucht habe darzulegen, warum es, also nicht warum, sondern an welchen Kriterien man an eine NS-Architektur überhaupt erkennen kann. Dass es so etwas wie ein Stilprinzip, ich habe es Formprinzip genannt, der NS-Architektur gibt.
Das war damals ein Auftrag, 1994, der Böckler Stiftung. Funktion und Formprinzip in nationalsozialistischer Architektur. Da führe ich das weiter aus. Das heißt, wie hängen die Funktionen der Bauten mit ihrer Gestaltung zusammen? Bausteine für Führer, Kult und Gemeinschaftsglaube. Ein sehr, wie sagen die Sachsen, gefrickelter Titel. Dort ging es mir vor allen Dingen darum zu erklären, warum haben die das so gemacht? Für mich war es klar, wie sie es gemacht haben, aber es muss ja neben dem positiven Nachweis auch eine Erklärung geben. Zumindest bei traditioneller Kunstgeschichte und traditioneller Wissenschaft. Und ich konnte nachweisen, dass das bestimmte Formverhältnis zwischen dem Detail und dem Ganzen, das heißt, dass die Einzelformen in einem hierarchischen Zusammenhang stehen, aber dass jedes Teil doch eine gewisse Formautonomie hat. Dass dieses spezifische Verhältnis, ein relativ interessantes Spannungsverhältnis zwischen dem Teil und dem Ganzen, tatsächlich ideologisch auch in der Literatur, und zwar nicht bloß in der Architekturliteratur, vortritt. Zum Beispiel gibt es einen Philosophen namens Erwin Guido Kolbenheier, der geschrieben hat, dass die Spannung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft das kreative Prinzip des Nationalsozialismus ausmacht. Das hat mir aufhorchen lassen. Oder es gibt den berühmten Architekten Fritz Schumacher aus Hamburg, der geschrieben hat, Blut und Boden sind zwei Begriffe, die man nur verkoppeln kann, wenn man sich klar macht, dass das Blut das Übergeordnete ist und der Boden das Bearbeitete ist. Genau das schreibt das Bearbeitete, das Untergeordnete, das Zweitrangige ist, sagen wir mal so. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass symbolisch auf einer ideologischen Ebene die großen Führerbauten des Neoklassizismus, wie sie genannt werden, mit Blut verbunden sind und die Bauten des Heimatstils mit Boden, das heißt mit der unteren Ebene. Genau dieselbe Gedankengang, das wird immer überlesen, obwohl es sozusagen direkt vor der Nase liegt. Was vor der Nase liegt, wird ja immer gern übersehen. Man denkt, man muss hinter die Hintergründe gucken. Gerdi Trost hat in ihrem Buch Bauen im Neuen Reich gleich am Anfang gesagt, es gibt zwei Kräfte. Die beharrende ist die des Bodens und die aktive ist die des Blutes. Das heißt, da wird derselbe Gedanke nochmal ausgedeutet und sie beruft sich dann auch direkt auf das bekannte Buch des Chefs, also Hitlers Mein Kampf. Also bestimmte Dinge sind eindeutig nachweisbar. Das könnte ich Ihnen nicht darlegen, das müssen Sie dann schon, wenn es dazu kommt, lesen. Der zweite Teil macht Einzeldarstellung. Vor allen Dingen, die Arbeit, die ich jetzt vor kurzem, also jetzt noch überarbeitet und beendet habe, zur baulichen Entwicklung des Konzentrationslagers Oranienburg-Sachsenhausen, Beschreibung der vorhandenen Bauten, da die noch stehen, bis hin zum Stellwerk für die dortige Werksbank. Es ist fast alles drin, es sind nicht alle drin, die Stahlbrücke zum Beispiel, die sie dort über den Havelkanal gezogen haben, ist nicht mehr drin. Aber sonst alle Bauten, darunter auch die Villa vom Inspekteur der Konzentrationslager Theodor Eicke, gebaut von Franz Ehrlich, dem Architekten des Rundfunkhauses in der Leopoldstraße, aber nicht freiwillig, sondern als Gefangener und sozusagen freigestellter Gefangener der SS. Und Ehrlich stammt auch die berüchtigte Kunstschmiedearbeit, seinem Entwurf in Sachsenhausen, jedem das Seine. Übrigens ein altes Hohenzollern-Motto. Modernisierte Monumentalität. Warum? Das ist jetzt schon kurz und fertig. Beobachtung von Berliner Industriebauten. Da ist die Frage, wie ist es denn nun mit der Moderne im Dritten Reich? Und wir haben jetzt Berliner Industriebauten. Industriebauten sind es alle, sind es aber alle modern. Und da sieht es schlecht aus. Natürlich gibt es solche Beispiele, vor allem von Egon Eiermann, aber es gibt auch genauso gut andere Beispiele, wo sogar Formen der offiziellen Architektur wiederkehren. Zum Beispiel gibt es in der Streitstraße in Spandau-Hakenfelde das Siemens Luftfahrtgerätewerk von Hans Hertlein, was oben am Turm einen richtigen Führerbalkon hat. Offensichtlich haben sich die Wirtschaftsführer bei Siemens auch als Führer gefühlt und wollten sich gerne repräsentativ selbst darstellen. Das heißt, auch hier wird differenziert. Es gibt diese modernen Beispiele und es gibt auch andere Beispiele, auch Heimatstierbeispiele. Man kann es so auf den Punkt bringen.
Wer an der NS-Architektur noch zweifelt, dem kann man natürlich die stilistische Einheit der Bauten von Speer und Trost vor Augen führen. Natürlich ist das derselbe Stil, das wird selbst Denkmalpfleger können das erkennen, um es mal zuzuspitzen, oder vielleicht Sozialhistoriker können das erkennen. Aber beim Heimatstil sieht es schon wieder anders aus. Wie hängt der mit diesen großen Bauten zusammen? Und dort gibt es auch gewisse Spielräume, die zum Beispiel von Architekten wie Hans Scharoun ganz genial genutzt worden sind, um moderne Details unterzubringen. Und beim der dritten Kategorie von Bauten, die Industriebauten sind, wir werden Beispiele dafür sehen, herrscht in gewisser Hinsicht ein gewisses Chaos. Es gibt moderne Beispiele, es gibt zur gleichen Zeit erbaute, ausgesprochen repräsentative Beispiele. Wir werden das noch sehen. Gut, genau dieselbe Vielfalt, wie man in der postmodernen Zeit gesagt hätte, findet man in der Architektur der Stadt Fürstenwalde, was zum Beispiel einen Rathausanbau mit einem Roland in Kalkstein hatte, ein Roland in NSA-Uniform. Das ist nicht mehr da, das haben sie natürlich nach 45 die Ruine, also es ist nur etwas ausgebrannt, war gleich flott beseitigt, das ich auch irgendwie menschlich verstehen kann. Aber es war ein markantes Beispiel. Und was geht mich der Krieg an? Erstmal, sage ich mal ironisch, haben die Nazis das gebaut, also wird es auch dokumentiert in dem Fall. Zeitlose Qualität, so heißt der Artikel. Der Deutsche Werkbund in das Gestaltungsprogramm der Deutschen Arbeitsfront. Das ist ein Artikel, den damals Nerdinger gewünscht hat für sein Buch, großes Buch und auch ein gutes Buch zum 100 Jahre Werkbund. Und mein Artikel musste damals schrecklich gekürzt werden, vor allen Dingen um die Möbel der Arbeitsfront. Ich interessiere mich nebenbei auch noch für Möbel und der kommt jetzt in Extenso im Buch. Und was noch nicht ganz fertig ist, wie gesagt, die beiden da gibt es noch ein Detail noch was zu arbeiten. Hakenkreuz und Sonnenrad, Anmerkung zur Swastika-Symbolik in der NS-Architektur. Da gibt es einiges noch zu verbessern und zu aktualisieren. Gut, jetzt haben wir einen Überblick über den ersten und zweiten Teil. Jetzt kommt der dritte. Der erste Teil bringt sozusagen die Darlegung, das ist die NS-Architektur. Der zweite Teil macht tendenziell, versucht, wie äußert sie sich in verschiedenen Orten, an verschiedenen Situationen, in verschiedenen Aspekten. Also die Spezialdarstellung. Der dritte Teil befasst sich damit, was die NS-Architektur nicht ist, nämlich wie sie in der Forschung erscheint, also in der Hauptsache der Forschung. Deshalb, da wird es einen großen kritischen Artikel geben mit dem zugegeben etwas provokanten Titel Die Modernisierung des Nationalsozialismus, ein postmodernes Projekt. Da wird sich sowohl mit den Versuchen der alten Linken auseinandergesetzt, der NS-Architektur vorzuwerfen, dass sie nicht modern genug wäre, als auch mit den Versuchen der Postmodernen, auch teilweise derselben alten Linken, der NS-Architektur vorzuwerfen, dass sie zu modern war und dass viel zu viel Moderne da im Detail und im Einzelnen drin gesteckt habe. Beides wird dann entsprechend kritisch aufgenommen und negiert. Also kritisch nicht einfach negiert und dann sagt, das taugt nichts, sondern begründet, warum es nicht taugt. Ich hoffe es jedenfalls nicht, dass mir das gelungen ist. Logischerweise schließen sich die Einzeldarstellungen wieder an, die Rezensionen. Ich glaube nicht, dass die letzte ist die von obwohl das Buch nicht das letzte ist, das ist schon ganz gut. Michael Haben, Berliner Wohnungsbau 1943, das ist von 17, ja? Also 6 Stück. Ja, und ansonsten gibt es etwas, was es sonst nicht gibt, nämlich ein Personenregister, wo alle Personen drin sind, auch die in den Bildunterschriften, vor allen Dingen auch die in den Anmerkungen und auch die in den Verzeichnissen, sodass man alles greifen kann. Genauso wie bei den Orten. Natürlich kann man sagen, es ist ein bisschen pingelig, wenn man auch Boston liest und feststellt, dass es ein Verlagsort ist, nichts weiter. Aber meiner Meinung nach ist das wichtig, um kulturhistorisch auch alles zu erfassen. Und ein Bildquellenverzeichnis gehört auch dazu, und zwar ein aufgeschlüsseltes. Nichts ist ein sogenanntes Bildquellenverzeichnis, wo dann da steht Müller, Zentralbild, Klammer auf 6. Und das sind dann 6 Bilder, die man sich heraussuchen kann unter 174. Das ist kein Bildquellenverzeichnis. Ich hoffe, dass ich am Ende dann eins habe, wo man wirklich über alles belehrt wird. Bildautor, Fotograf, wenn eruierbar, Bildquelle, ja, wo ist es her? Und drittens vielleicht sogar Rechteinhaber. Das ist natürlich am schwierigsten und wird die Sache auch nicht billiger machen. Wir fangen an.
Das ist die Bauten, es ist chronologisch geordnet. Was sehen Sie dann? Ja, die frühes Baubronobil. Das ist natürlich in Süddeutschland. Aber es könnte auch in Norddeutschland sein, weil diese Formen der süddeutschen Heimatstils hier aufgenommen worden sind. Ein einfacher Bau, eine Wandelhalle, wir werden sie gleich von innen sehen. Und dann eben ein Pavillon, der dieses romantisierende Moment mit reinbringt. Ein Sgraffito von Annemarie Nägelsbach und vorne ein Rundbau mit diesem typischen rauen Putz und den Sockel aus Nagelfluh, dem regionalen Kacksteinmaterial, was besonders urtümlich wirkt. Die Formen sind noch sehr einfach, sehr streng, aber es ist der Heimatstil in einer bestimmten repräsentativen Ausformung und Sie werden sofort sehen, was ich meine, wenn Sie das Innere der Wandelhalle sehen. Postkarte aus der Zeit. Einfache Form, ganz schlicht und ganz einfach. Bieler hat auch einige Jahre vorher einen ähnlich einfachen Bau gemacht. Aber die Einfachheit ist hier sozusagen ein bisschen ins Herrische und Strenge stilisiert, vor allem durch die rausgezogenen Pfeiler. Pfeiler sind ganz einfach. Sie haben oben, fast könnte man sagen, eine Kopfplatte ist es noch zu wenig. Es ist wirklich sehr streng und sehr zurückhaltend. Auch die Formen könnten auch aus den 20er Jahren sein, was die Lampen angeht zum Beispiel. Aber dieses strenge, harte, auch geschlossene des Raums, die axiale Orientierung, ist etwas, was schon einen neuen Akzent bringt. Es ist nichts vollkommen Neues. Das wäre unsinnig, das so eine NS-Architektur zu verlangen. Also die Vorstellung, sie müsse jetzt die Form vollkommen neu erfunden haben. Das ist eine modernistische Vorstellung, die dem ganzen Mentalität der Zeit widerspricht. Nee, im Gegenteil, selbst Hitler hat gesagt, man kann das gute Alte aus der Vergangenheit aufnehmen. Hauptsache, es bringt, ja, was hat er gesagt, nicht die Stimme des Blutes, nicht aber irgendwie das ideologisch, das Wesen des Germanentums zum Ausdruck, so ungefähr. Er hat es noch so geschickter ausgedrückt. Und darum, da musste ich dann wieder analysieren und fragen, was hat er damit eigentlich gemeint? An den Bauten, an den Immobilien, kann man das im Einzelnen nachvollziehen? Vielleicht sind wir am Schluss gemeinsam etwas klüger, wenn die Bildfolge beendet ist. Das ist am Anfang. Etwas repräsentativer, sehr viel monumentaler. Entweder 35, 38, ich vermute mal 35. Fred Otto war der Chefarchitekt von Chemnitz, ein Schüler von Heinrich Tessenow. Das kann man vielleicht im Detail noch sehen, aber eigentlich auch nicht mehr. Großes Gebäude, monumentale Anlage. Auf der anderen Seite des Stadions, ganz in Stahl aufgelöst, vollkommen filigran, die Tribüne. Eigentlich müsste man beides zeigen, weil da der fast schizoide Unterschied gemacht wird zwischen einer reinen, wie soll man sagen, reinen Konstruktion. Im Englischen würde man Construction gegen Building setzen. Das ist ein Building, aber keine, ja, hier eine reine Konstruktion, hier ein Monumentalbau, der eine brüllende, geradezu brüllende Symmetrie hat, bis in die Dachaufbauten. Und auch die klassischen Formen der NS-Architektur, dieser vereinfachte zwischen Barock und Klassizismus staudierende Stil mit einer geraden Verdachung, niemals ein Dreiecksgiebel-Tennis-Set, sondern eine gerade Verdachung, auch Konsolen, eine Kopfplatte mit dem Führerbalkon. Ich glaube nicht, dass da oben drei Sportführer heraustreten sollten, aber es ist ein bisschen auf jeden Fall ein Versuch, ein sehr aufdringlicher Versuch, sozusagen den Bau zu monumentalisieren. Auf der Rückseite, das ist die Eingangsseite, logischerweise von außen her, hat er sogar noch einen riesigen Adler. Aber ich zeige erstmal nur diesen. Ne? Ja, zur selben Zeit. Hermann Reinhard Alker und Alfred Hopp hat nichts mit dem DDR-Architekten Hans Hopp zu tun. Zittau, Grenzlandtheater. Grenzland, in dem Fall Grenzland zur Tschechoslowakei, Tschechei damals, und ganz klar Demonstration, Selbstständigkeit, eines der wenigen Monumentalbauten, die relativ unbekannt geworden sind, geblieben sind. Da hat man diesen typischen NS-Klassizismus und die Formen sind noch recht einfach und streng. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Gesimse aus Stufen bestehen, hier oben auch, und dass die Fenster bemerkenswerterweise durch eine Solbank zusammengefasst sind. Nicht? Und schon ist der Treppen, der Bühnenturm und dem von der Volksbühne aus der Nachkriegszeit doch recht ähnlich. Das heißt, wir haben hier einen modernen Einfluss von Herrn Alker auf jeden Fall, und wir haben zugleich
diese typische Monumentalität des Dritten Reiches. Einfacher Baukörper, selbst technische Formen wie diese für Autos gedachten Unterfahrten, die gibt es natürlich in Renaissance-Architektur auch bei Sempers Oper, aber dort sind sie natürlich nicht so sehr als Ehrenhalle gestaltet. Ja. Auch hier wieder dasselbe Prinzip, dass man theoretisch den Baukörper abschneiden könnte und dann würde der andere Baukörper immer noch eine geschlossene Form behalten. Die Formen sind relativ selbstständig und dadurch entsteht das, was man als herrische und kalte Monumentalität bezeichnet hat, nicht zu Unrecht. Das ist typisch das Dritte Reich. Na, dann haben wir wieder, das musste auf jeden Fall kommen, ein Hayatheim. Ein bayerisches in dem Fall, kann man sicherlich schon an dem Dach erkennen. Sogar das erste bayerische Hayatheim, lokale Initiative. Man wusste genau, wie man sich vor Ort in der Partei der NSDAP sich beliebt machen konnte. Und das ist auch von Baldur Benedikt von Schirach, dem obersten HJ-Führer, eingeweiht worden mit einer Rundfunkansprache und allem drum und dran. Großer Bau, in zwei Teile gegliedert, der eine für die Hitlerjugend selbst und der andere für den BDM, also Bund Deutscher Mädel. Oben in der teilweise ausgebaute Dachraum hat eine Wohnung und auch einen Wasserraum. Das heißt, wir haben eine Zweigliederung des Baues und haben rechts und links zum Antreten sehr gut geeignet, die beiden Pfeiler vorhallen. Die sehen mächtig heimatstilisch aus, aber es gibt in Wirklichkeit bei Bauernhäusern, wenn man jetzt schon das Vorbild ernst nimmt, keine solchen Pfeiler vorhallen, sondern es ist natürlich der Wunsch, diesen Bau zu monumentalisieren. Und natürlich lässt sich die Ähnlichkeit zu den Pfeilerhallen, die wir bereits gesehen haben, nicht ganz leugnen. Hier ist es nur noch einfacher Form und das klassizistische Moment ist hier, wenn man so will, eine Art HJ-Urhütte, könnte man sagen. Wichtig für mich ist interessanterweise, dass es zum Ausdruck bringt, eine gewisse Gleichwertigkeit von HJ und BDM, das ist schon interessant, aber es kann genauso gut auch der Wunsch sein, den Baukörper nach allen Seiten hin als Monument, als sehr kleines, aber doch wirkungsvolles Monument wirken zu lassen. Dass das kein Einzelfall war, zeigt sich an diesem etwas schockierend, seien Sie jetzt ganz tapfer, dem schockierenden Bau, hochelegant und zugleich monströs. Das Filmtheater, also ein Kino in Mittenwald, hinten mit der Gebirgskulisse, ganz gigantisch, 1935 oder 38 von Louis Welzenbacher. Straßenansicht habe ich deshalb geschrieben, weil ich um Gott nicht weiß, wie das Ding gestanden hat. Ich glaube, es ist nicht mehr da. Louis Welzenbacher war ein Architekt, der mächtig beeindruckt war von den Protagonisten der Moderne, auch von Erich Mendelssohn, und dynamische Architekturen sehr geliebt hat, sehr stark von Ludwig Mies von der Rohr beeinflusst. So geht dieser Architekt damit um, erinnert sich an seine eigene Vergangenheit und auch seine Vorliebe für manieristische Dachaufbauten und Spielereien. Zum Beispiel gibt es bei einem Theater eine ganz moderne Anlage, das ist eine Entlüftungsanlage. Nicht? Die ist hier als eine Art Kamin ausgezogen und oben hat es ein Hütchen bekommen, damit auch ja jeder das für einen traditionellen, tja, was hätte es sein können, eine Räucherkammer oder irgend so etwas, ein Teil eines traditionellen Bauwerks handelt, was hier sogar so fotografiert ist, dass die herausgezogenen Fichtenstämme als Dachrinnen sogar über den Bildrand hinausreichen, damit man sieht, wie viel Dynamik doch der Heimatstil fähig ist. Das ist eine etwas perverse Art und Weise, wie sich ein Avantgardist an die NS-Architektur angepasst hat. Es gibt Wohnbauten von ihm, die noch seltsamer sind, was die Dachaufbauten und so angeht. Auch hier wieder ist der an sich sehr einfache und schlichte Bau monumentalisiert durch die beiden Pfeiler, die den riesigen Setzbalken rechts und links tragen. Ja, also diese Monumentalisierung ist in dem Fall ganz besonders seltsam. Auch hier, wir werden noch ein weiteres Kino sehen, lässt sich nicht verschweigen, dass das Kino
vor allem unter der Regie eines gewissen Joseph Goebbels, eine ganz besondere Bedeutung hatte und dass sogar in jedem Popsong, der dort aufgebaut wurde, eine verdeckte ideologische Bedeutung lag. Das haben andere Leute rausbekommen. Es gibt ein Buch von Otto Thome, Die Propagandamaschinerie, das sehr gut ist, aus den 70er Jahren, wo er nachweist, welche Sprachregelungen zum Beispiel an die Presse weitergegeben wurden, welche Personen hervorgehoben, welche weniger hervorgehoben werden sollte, welche Jubiläen besonders zu begehen und welche eher zu vergessen sind. Also alle Mittel der Beeinflussung wurden, vor allem auch die künstlerischen, wurden unter Leitung von Goebbels besonders genutzt. Und deshalb ist die kühne Behauptung, sei nicht wichtig gewesen, was das Dritte Reich an Kinobauten hinterlassen habe, einfach Quatsch. Das Kinobau war eine der wichtigsten Aufgaben. Da würde ich persönlich auch im Gegensatz zu allem, was ich bisher gelesen habe, sagen, ich weiß nicht wie viele, also über 100 Kinos sind auf jeden Fall gebaut worden. Und auch von der Repräsentation sind sie teilweise sehr wichtig. Wir werden ein drittes Beispiel eines Umbaus sehen. Köln, Jungersdorf, das ist im Westen von Köln. Naja, einfache Häuser, aber dass es einzelne Häuser sind und dass es Einfamilienhäuser sind, das ist schon wichtig. Das ist die sogenannte Stuttgarter Randbauweise, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Entscheidend war der Überlegung, dass man die Bauten als individuelle Einfamilienhäuser weiterhin ausführt, aber sie enger miteinander verbindet und deshalb den Garten zwischen ihnen einer Seite des Hauses zuschlägt. Das heißt, dieser Garten, dann wird es in diesem Garten und am Ende kommt der Garten, das ist, was hier so wie so eine Art repräsentatives Torhaus aussieht, das ist die Garage oder das Atelier des Architekten Wilhelm Wucherpfennig. Das heißt, er hat die gesamte Anlage gemacht, sein Haus hat er im Detail etwas weiter hervorgehoben. Ansonsten sind es natürlich sehr einfache Häuser. Dass es bedeutende Persönlichkeiten sind und der Dritte Reich legte ja großen Wert auf die Persönlichkeit, ne, der Führer, danach alle abgestuften weiteren führenden Persönlichkeiten, denken Sie an die Wirtschaftsführer, die sich auch entsprechend große Häuser gebaut haben. Hier kleinere Objekte für kleinere Leute, aber immerhin eine repräsentative Eingangsgestaltung in einfachster Form, durch eine Lampe darüber betont, rechts und links zwei sehr winzige Fenster, die das Ganze durch den größten Kontrast hervorheben. Darüber, ohne Beziehung zu dieser Axialität, drei Fenster und dann oben wieder im Giebel die elementare Symmetrie des Satteldachs. Das ist natürlich etwas, was man als Stuttgarter Schule bezeichnen könnte. Dem würde man auch nicht fehlgehen, denn daran haben sich mehr oder weniger alle angepasst. Aber Herr Wilhelm Wucherpfennig hatte es auf besondere, das sind alle Bauten von ihm, auch die hinteren, auf besondere, das ist immer ein bisschen penetrante Art und Weise gemacht. Das ist die Gartenseite seines eigenen Hauses. Das heißt, das ist der Bau, den wir am Ende der Straße gesehen haben, auf der rechten Seite. Er hat unten die Wohnzimmer, oben das Schlafzimmer und er hat auf eine merkwürdige Art und Weise, peinlicherweise, sein Schlafzimmer sozusagen mit einem Führerbalkon ausgestattet und eine Symmetrie in der Straßenfront hergestellt, in der Gartenfront hergestellt, wo die eigentlich keiner sehen kann. Sie wollen es zwar noch hier mit offen. Das ist das Atelier des Architekten und das ist diese Wasserbecken und diese Achse. Dann gibt es noch diese merkwürdige, zwischen Intimität und Monumentalität schwankende Dreierstufe zum Garten. Und dann gibt es die charmanten Kinder hier unten, die übrigens unter anderem deshalb hingesetzt werden, weil sie blond sind und zweitens, weil sie klein sind und den Bau dadurch größer wirken lassen. Deshalb waren Kinder, auch so bei Köster und anderen, sehr beliebtes Fotomotiv, weil die Bauten dadurch umso mentaler wirken. Das ist ein, sagen wir es mal so, es ist schon ein extremes Beispiel für eine sehr einfache und strenge und sehr disziplinierte Architektur, die auch sehr ambitioniert ist. Ich will nicht behaupten, dass alle Bauten so streng gewesen sind im Dritten Reich im Wohnungsbau, aber dass es vorkommen konnte, ist ja immer ein wichtiges Beispiel. Was macht man, wenn man einen mittleren Betrieb hat, eine mittlere Verwaltung hat, mit mittleren Repräsentationsansprüchen, dann gestaltet man sowas. Der Baukörper ist wie alle einigermaßen repräsentativ gebaut mit einem Walmdach ausgestattet. Das heißt, er hat eine umlaufende Traufe und wird als Baukörper plastisch hervorgehoben. Dann hat er natürlich eine Pfeilerhalle am Eingang und die Fenster sind auch mit der bekannten Form mit den Konsolen.
sind da eine gewisse Raffinesse. Hier sind nochmal Gitter am Eingang, hier sind Felder, symmetrische Aalfelder, die die Axialität betonen mit Rosetten darin. Es gibt einen Nebeneingang. Die Ecken, der Baukörper ist sehr massiv, die Fenster sind von den Ecken weggezogen. Das ist das, was man als klassische Architektur eines sehr repräsentativen Verwaltungsgebäudes bezeichnen könnte. Hier in Erfurt am Karl-Marx-Platz 4. Max Borkert war der Architekt, der auch andere Bauten aus der Zeit gemacht wird. Ich verweise nur auf ein ganz kleines Detail. Das einzige rundbogige Motiv ist das Tor, was dann den Nebenbau anschließt. Hier hinten schließt sich eine gotische Kirche an, die sehr viel höher ist. Und auf diese Weise wird dann geschickterweise durch ein einfaches, aber in sich geschlossenes Architekturglied einen zweiten Waldnachbaukörper einen Anschluss versucht. Das ist das eine. Das andere ist auf die vier Dachhäuschen, die auch wieder ein Walmdach haben und auch wieder dieselbe Form des Baukörpers, also eine Abdeckung, wiederholen. Im Kleinen kommt das Große zum Ausdruck auf eine ziemlich primitive Weise. Aber vor allen Dingen auch, dass es vier sind, obwohl die Vierzahl de facto in der Fassade überhaupt nicht vorkommt, ist wichtig, um zu sagen, dass auch interessanterweise in der Gliederung der Höhe das Formprinzip der NS-Architektur bis im Detail zum Ausdruck kommt. Das heißt, die Formen sind oftmals auch aus der Achse herausgerückt, bei dem Wohnbau haben wir das gesehen, und zeigen dort sozusagen eine relative Autonomie, während die Gesamtform herrisch und repräsentativ geschlossen ist. Naja, machen wir einen Bau von zentraler Bedeutung und im selben Stil. Berliner Wolkenmarkt, die Reichsmünze, Verwaltungsbau, gebaut auch von Architekten der preußischen Hochbauverwaltung. 36 angefangen, bis 42 noch nicht ganz fertig geworden. Das ist derselbe Stil in einer hoheitlichen Ausführung unter Rücksicht auf die damalige Umgebung. Man hat gesagt, wir haben wertvolle Bauten, das ist das historische Berliner Zentrum, hier muss man Rücksicht nehmen. Die Rücksicht bestand in dem Fall, dass man den Baukörper etwas gebogen hat, ein hohes, steiles Walmdach aufgesetzt hat, mit Schornsteinen repräsentativer Art, die auch so wie so eine Art Pfeilersituation andeuten. Und dass man den Eingang relativ schlicht herausgezogen hat, hineingeschoben hat durch eine Doppelpfeilerstellung. Darüber eine Kopie des Münzfrieses von Schadow und, oh Gott, ich habe vergessen, wer der zweite war, hergestellt hat. Es wirkt wie ein Palais einerseits, andererseits sind die Formen sehr streng, aber in dem Fall etwas vermittelter gestaltet. Ganz typisch. Und für das Dritte Reich ist, dass der Eingang zwar für das Mittelmotiv betont ist und durch den nur hier vorhandenen Fries, dass aber die Fenster darüber das nicht aufgreifen, sondern sie durchgezogen sind. Natürlich gibt es solche ähnlichen Archaismen, wie soll man es beschreiben, auch schon in der Architektur des Klassizismus im 1800, auf den sich der Bau bezieht. Ja, aber diese betonte Gleichgültigkeit der Formen, die Strenge, die Geschlossenheit in sich hinein, das ist typisch für das Dritte Reich und vor allem schockierend dann, wenn man in den Hof tritt. Tja, diese drei Schornsteine sieht, die tatsächlich als Monumentalanlage den Baukörper fast noch überragen. Und natürlich die Form der Schornsteine auf dem Dach, die man nach der bauenden garantierten Zentralheit hat, überhaupt keine Funktion mehr haben. Als Auslässe für eine Entlüftung zu dienen, dann kombinieren. Es ist eine sehr seltsame Angelegenheit. Selbstverständlich gehören diese etwas gedärmartigen Rohrleitungen nicht dazu. Es ist überhaupt eine ganz unklare Situation. Wozu brauchte man diese drei Riesenschornsteine? Um Papiergeldscheine zu verbrennen? Allein nicht. Ich weiß noch nicht, wie man die Münzen für eine Prägeanstalt, braucht man eigentlich keine hohen Temperaturen. Ich weiß es nicht. Es ist rätselhaft, aber es gibt nur eins, das offiziell erklärungswürdige Faktum, dass diese drei Riesenschornsteine, die tatsächlich, jetzt bin ich ganz gemein, an die Krematorium der Konzentrationslager erinnern,
Man muss ja auch sagen, dass das erwähnen, dass die Krematorien sehr wohl in das Gestaltungskonzept der Lager einbezogen worden sind. Ob man sie nun versteckt hat oder herausgestellt hat. In Auschwitz waren sie, um das mal ganz brutal zu sagen, axialsymmetrisch, spiegelsymmetrisch gegenüber dem berüchtigten Torbau angeordnet, sodass diese Schornsteine als Essen wie Pylone oder Pfeiler wirken. Hier ist auf jeden Fall eine verwandte Haltung erkennbar. Funktion unklar, aber Monumentalität auf keinen Fall zu verleugnen. Ja, wie geht man mit technischen Bauten in der Landschaft um? Schwierige Frage, auch heute noch. Meistens entscheidet man sich, das einfach so zu lassen, wie es ist. Schon aus dem einfachen Grund, weil die Betriebstechnik das am leichtesten zu warten ist, wenn sie frei zugänglich ist. Oder wenn die Temperaturen, bei einem Hochofen zum Beispiel, ist es sinnlos, den einzuhausen. Jedes Haus würde dann verbrennen irgendwann, weil er eine hohe Betriebstemperatur hat. Hier auf jeden Fall ist es eingehaust worden. Und man hat den ersten Fernsehsender mit den Antennen, die dazugehören. Ich weiß gar nicht, welche Form die hatten. Man sieht es jedenfalls nicht. Entscheidend ist, dass man auch dieses Hochhaus als ein kleines Haus, es ist fast quadratisch, also es ist etwas länger, als Sie sehen es ja, als es breit ist, aufgefasst, man hat den ganzen Turm, im Turm ist es ja geböscht, um ihn etwas archaischer erscheinen zu lassen. Und also man hat ihm einen mindestens 10 Meter hohen Stein gegeben. Hier ist ein Hoheitszeichen in Bronze, Schmiedeeisen. Ja, das ist schon eine sehr merkwürdige Architektur, die man in einem bisschen boshaften Sinn als postmodern bezeichnen könnte. Das erinnert auch an postmoderne Bauten irgendwie in den Italienern dann so in den 70er Jahre. Sehr seltsam. Walter Schmidt war ein interessanter Architekt, der zu der berühmten oder bekannten Münchner Postbauschule gehörte. Und der Robert Vorhölzer, wo teilweise auch sehr modernistische Sachen entstanden sind. Er hat sich auf eine geschickte Art und Weise hier versucht, sich selbst zu beweisen, wenn man so will. Auch das kriegt man hin, wenn man eine heimatstilverbundene Architektur haben will und sich zu vorhandenen Bauten und zu vor allem dieser Riesenlandschaft, ich weiß nicht, ob Sie mal auf dem Brocken waren, was das für eine gigantische Kuppe ist, diese riesige Glatze, da gibt es ja so kalt da oben, dass nicht mal mehr Bäume wachsen, weil da unten fangen dann so Krüppelbäume an. Es ist ein erstaunliches Feld, tatsächlich ein 100 Meter breiter Rücken und dann kommt der kleine Steinturm und daneben eben dieser größere Steinturm. Also nach 45 ist es vereinfacht und etwas modernisiert worden. Ich zeige hier die Originalform. Der bekanntere Bau ist dann in Westdeutschland, und zwar in Hessen, gebaut worden auf dem großen Feldberg im Taunus. Auch vom selben Architekten. Der ist dann schon etwas noch monumentaler. So einen Bauten hat jeder und jeder von Ihnen schon mal gesehen. In dem von Kiel an Bergstraße, Kieler Bahnleihkasse, der Erweiterungsbau von Norden von Ernst Prinz. Ernst Prinz war der konservative Regionalmatador, könnte man sagen, der so ziemlich alle Gutshäuser gebaut hatte in der Provinz und jedes Jahr drei und damit auch gut verdient hat, selbst ein kleines Schlösschen gebaut konnte. Das ist Ernst Prinz, Anfang der Nazizeit, ganz einfach. Das kann man unschwer entdecken. Na, man kann es vielleicht erkennen. Violette Klinker, die jetzt angestrahlt werden, und gegen Sandstein, gegen gelben Sandstein. Der Altbau um die Ecke herum ist auch so, aber er hat mehr barocke Formen. Das heißt, die Materialien sind dem des Altbaus gemäß. Und hier hat man eine einfache Logik, Wiederholung, nicht? Wobei es nicht ganz ungeschickt gemacht hat, denn die Straße steigt ja sehr stark an. Und hier ist dann der Eingang, hier kommt man dann an und hier haben die Kinder natürlich viel zu spielen. Sind ein bisschen gefährlich vielleicht, auch wenn sie von einer Nische zur anderen rüberspringen. Aber es ist jedenfalls eine sehr archaische, einfache Form. Er hat sich dann zurückhaltend dieser zeitgenössischen Mittel bedient. Aber es ist eben ein Verwaltungsbau auf einer sehr einfachen Ebene. Wir haben das schon verschiedene Beispiele gesehen. Ich legte Wert darauf,
zu zeigen, welche Ausformung es gibt und dass es trotzdem immer wieder derselbe Stil ist. Ja, was tut man nun wieder bei einem rein technischen Bau, wenn dieser an einer extrem wichtigen Situation liegt? Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, was ganz Bedeutendes. Und dann muss man da ein Trafohaus bauen, auf Deutsch gesagt, ein Transformatorenhaus. Heißt dann natürlich Umformerstation oder Umformerwerk. Umformerwerk ist noch besser, das ist dann noch ein bisschen das Künstlerische noch stärker betont. Albert Speer hat das sicherlich mal schnell gezeichnet und seine Mitarbeiter haben es umgesetzt. 36 für das Zeppelinfeld. Das Zeppelinfeld ist hier wegretuschiert, das sind hier keine Bäume, in Wirklichkeit ist es die Rückseite vom Zeppelinfeld dahinter. Und der Bau steht relativ getrennt davon, aber sozusagen so, als habe er einen gewissen Eigenwert, was ja funktionell auch stimmt, aber in seiner Architektur beim Gott nicht zum Ausdruck kommt. Ein Traufehaus braucht immer eine Reihe von Öffnungen, wo man die Traufe nämlich auch rausziehen kann. Dann braucht man eine Terrasse davor, meistens mit Schienen, um sie rauszuziehen. Darüber braucht man eine Lüftungsöffnung. Das kann man auch modern auffassen. Zum Beispiel in Magdeburg, die berühmten, die unter, wie hieß denn, ist egal, jedenfalls in den 20er Jahren, sind da so moderne Sachen gebaut worden. In Frankfurt gibt es auch sowas. Berliner auch, nicht? Das muss man nicht so steinern machen und vor allen Dingen so, dass man den Eindruck hat, dann ist irgendwie eine weihehaltende Handlung, wenn man hier in dieses Portal betritt und den Führer mit dem Hoheitszeichen, wie es ja heißt, der Adler, der das Hakenkreuz in den Fängen hält. Ja, aber es war offensichtlich notwendig, das so zu machen, an dieser Stelle. Dann kann man auch entgegenhalten, dass es sicherlich auch sehr viel einfachere Trafohäuser gab im Dritten Reich. Aber man muss es festhalten, positiv, das war absolut notwendig und ist übrigens auch in dem bekannten Taschenbuch Schönheit der Arbeit von 38, 39 als Beispiel für die wertvolle Gestaltung eines technischen Baus abgebildet worden. Es war natürlich ein Werk des Chefs. Ja, Speer war ja auch offizieller repräsentativer Leiter der Abteilung Schönheit der Arbeit, der Arbeitsfront. Es war schon eine Höflichkeit, das so zu machen. Und sicherlich haben sie von den Architekten nicht verlangt, dass man alle Trafohäuser so gestaltet. Aber ein bisschen Gespür dafür sollte man schon haben, wenn eine Situation hochwertig bedeutsam hat, dann hat auch der Bau und sei rein technisch einen gewissen Ewigkeitswert zum Ausdruck zu bringen. Offensichtlich. Also so wird das zumindest in meinem Text hier interpretiert. Naja, trifft auch für eine an sich moderne Sache an, den Flak, also Fliegerabwehrkanonen. An sich auch eine sehr mobile Angelegenheit. Eine Fliegerabwehrkanone kann man ja nicht, muss man sich relativ schnell an die schnell fliegenden Flieger anpassen. Aber nein, hier musste eine Burg geschaffen werden. Kein Bau davon, das muss klar sein, dass das alles Neubauten sind. Ne? Ich zeige Ihnen jetzt hier keine umgebauten Burgen als Tarnung sozusagen. Man könnte darüber diskutieren, ob es der Tarnung dienen sollte. Meiner Meinung nach nicht, sondern es sollte tatsächlich eine Wehranlage sein. Ne? Auf der Begriff des Wehranlage könnte man ja sagen, no, dann ist es eben eine moderne oder auch nicht moderne Wehranlage des 20. Jahrhunderts im Deutschen Reich. Aber dass es sowas gab, und das ist ein Beispiel von vielen aus den Büchern von Gerdy Troost. Also bauten Kasernen mit Torturm und Bogen und nur das Fallgitter fehlt, gibt es dort mehr als genug. Das heißt, hier habe ich ein Beispiel herausgewählt, weil die Aufnahme besonders attraktiv ist. In dieser Form, in dieser hochgezogenen repräsentativen Form, nur in Bayern, im Gebirge denkbar. Was nicht heißt, dass es nicht auch Berliner oder norddeutsche Beispiele gibt, auch in Kiel, die denselben Turmturm haben, nur ist er dann etwas strenger und schlichter. Ja, ein Beispiel dafür, was man auch machen könnte. In Remshalden, vor allem Grunbach selbst in Baden-Württemberg, im Seitental in der Nähe von Stuttgart, also nicht in der Nähe von Stuttgart, das ist schon mittendrin in Baden-Württemberg, eine ganz reine landschaftliche Gegend, war noch nie da. Rommenhöller Straße, Eisenbahnstraße. Kohlensäurewerk der Firma CG Rommenhöller. In Berlin gegründet, ganz moderne Sache. Ohne Kohlensäure gibt es keine Brause. Also werden hier die berühmten Stahlflaschen hergestellt.
und per Spezialwaggons verschifft. Wie das im Einzelnen vor sich geht, ist nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, dass es einen Chemiebetrieb gibt. Ein Chemiebetrieb ist nicht denkbar, auch insbesondere im brauereisenden Sinne nicht denkbar, ohne Reaktoren, die man frei aufstellen kann und soll und muss. Und so ist das auch gestaltet. Das Einzige, was hier aus diesem rein funktionalen Baukörper, das ist ein Komplexbau, ne? Alles zusammengefasst, hier ist die Verwaltung und der Speisesaal, hier ist der Spezialwaggon für die die Garage für den Spezialwaggon. Das ist die Werkhalle und hier sind die Reaktoren logischerweise im Produktionsfluss eingegliedert. Das Einzige, was man als konservativ betrachten könnte, ist, dass die Werkhalle eine basilikale Form hat und ein beiderseits symmetrisches Satteldach. Und das von diesen typischen gesprossten Streifen der Fenster hat, die man eventuell als typisch Stuttgarter Schule ansehen würde. Weiter raus kommt nach Stuttgart. Aber es ist wirklich eigentlich keine Stilarchitektur im traditionellen Sinne. Das ist eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Und natürlich kann man sagen, es nützt überhaupt nichts. Auch Kohlensäurebetriebe dienten im Dritten Reich. Dienten zum Beispiel für Apparate auch als Antriebe, interessanterweise. Es gab bestimmte Chemieapparate, wo man Explosionen auf jeden Fall vermeiden wurde. Die wurden oftmals mit Kohlensäure angetrieben. Das heißt, das natürlich diente wie jeder Bau, auch dieser Bau, den Zielen der Nazis. Aber wie er das architektonisch zum Ausdruck bringt, ob er das ideologisch nochmal überhöht oder nicht, und in dem Fall kann man nicht von ideologischer Überhöhung sprechen, ist vielleicht doch nicht ganz so irrelevant, wie immer behauptet wird. Weiterer Betrieb Heilbronn, Gottlieb Daimlerstraße. Man merkt sofort, dass man sich im Industriegebiet befindet. Die Lebensmittelfilialbetrieb von Kaisers Kaffeegeschäft. Kaisers Kaffeegeschäft wurde irgendwie im Südwestdeutschland, ich habe vergessen wo, durch einen gewissen Josef Kaiser begründet, nicht mit dem Architekten zu verwechseln. Hier haben wir den Verwaltungsbau, dahinter das Betriebsgebäude. Was bedeutet ein Filialbetrieb von Kaisers Kaffeegeschäft? Logischerweise eine Großkaffeeproduktion, auch ein Lagerraum für alles Mögliche, was es dann bei Kaisers damals schon gab, bis hin zu Nudeln und so weiter. Also es gab etwas Feineres, will nicht gerade sagen Delikatessen, das wohl nicht, aber so feineres Lebensmittelgeschichten mit einer starken Kaffeekomponente, das war das, was Kaiser bis zum Schluss mehr oder weniger zu bieten hatte. Hier ist der Bau selbst. Das Verwaltungsgebäude sieht natürlich eher wie ein Wohnbau aus, wenn es nicht die großen Fenster hätte, die sich interessanterweise dann in den Kellerfenstern wieder spiegeln. Das heißt, die Mischung aus oben, ne, könnte es ja ein Stuttgarter Wohnhaus sein. Unten ist es dann schon eher ein Verwaltungsgebäude, ein modernes. Und der Baukörper, der sich darauf bezieht. Ich verweise auf ein ganz raffiniertes Verbindungsglied zwischen beiden. Beide Bauten werden auf eine merkwürdige Weise und mit unterschiedlichen Zusammenhängen von einem Satteldach bekrönt. Hier wird es das reguläre Satteldach und hier ist es der gläserne Aufbau auf dem Verwaltungsgebäude, die dann auf untergründige Art und Weise die Einheit herstellt. Also man kann es natürlich auch sagen wir es mal so, es ist schon eine merkwürdige Mischung aus Moderne und heimatsfähigen Momenten. Die sind sicherlich sehr schwer eigentlich festzuhalten, sie sind natürlich im Verwaltungsbau stärker. Hier sind sachliche Momente drin, zum Beispiel sind hier sicherlich in dem Kaiser sind Silos, das ist ein Siloturm, der hat schon seine Funktion und der Produktionsfluss geht von oben her, wo die Silos beschickt werden, nach unten, wo es dann fällt. Das läuft alles herunter, man kennt das von Mühlen, auch von solchen Dingen. Das spielt hier eine große Rolle und trotzdem sind die Formen, zum Beispiel durch massive Endfelder, hier durch Symmetrie zusammengefasst, der Eingang ist etwas betont. Das ist das, was man so will, wenn man so will, könnte man schon sagen, so der durchschnittliche, einfache, besonders zurückhaltende, normale Industriebau der NS-Zeit. Es gibt auch Beispiele für repräsentativere Anlagen, aber in dem Fall zeige ich mal eher das Durchschnittliche. Ja, am Anfang wollte ich immer das zeigen, was man überall findet, mehr oder weniger. Dazu gehört auch das Kino in Torgau, Friedrichsplatz. Kino, Filmbühne, ursprünglich Theater am Friedrichsplatz. Ja, ich gebe es immer ich kann Spaß an sich von Südwesten, man weiß, wie man sich das vorzustellen hat, von einem gewissen Max Schnabel aus Leipzig,
ein sehr geschickter Architekt. Was hat er denn gemacht? Den an sich sehr einfachen Bau gegliedert. Oben Wohnungen, natürlich der Saal im Hinterland, wie traditionell beim Kino. Aber irgendwie wird der ganze Bau auf eine merkwürdige Weise nobilitiert. Durch eine angedeutete Pfeilerhalle. Natürlich hat ein Kino einen Eingang und einen Ausgang. Und dann ergibt sich die Möglichkeit der Symmetrie. Und dann werden oben die drei Fenster verkommen, funktionslos an sich, mit Konsolen und Verdachungen betont. Dann gibt es das einzige aufgelockerte Motiv, wird aber ein bisschen relativiert durch dieses portalartige Eingang. Auch schon eine gewisse Bedeutung, die nicht so ganz klar ist. Und dann eben diese seltsamen modernistischen Formen, verbunden mit dem Sgraffito, was auf jeden Fall klar ist, hier ist Bundesprogramm angesagt. Offensichtlich gehört eine gewisse Feierlichkeit aber auch zum Programm. Der Innenraum war übrigens auch so, leider kann ich keine Abbildung davon zeigen. Er hat einen Rahmen und hatte einen Gesims und einen Rahmen um die Projektionsform. Das heißt, es gab auch damals schon wesentlich modernere und sachlichere Lösungen für dasselbe Problem. Das ist von 1939, relativ spät, und man war sehr stolz darauf, das kurz vor Kriegsbeginn noch fertiggestellt zu haben. Das ist ein sehr einfacher Wohnblock, Leipzig warm. Ich habe ganz bewusst, Sie merken deutlich, wie ich mich erkenne, es gibt auch andere Beispiele für etwas repräsentativere und aggressiveren Heimatwohnbauten, auch bei, wie soll man sagen, Wohnblocks. Hier ist es ein besonders einfaches Beispiel. Sie müssen sich die an sich nazimäßig aussehenden, aber doch nicht authentischen Gauben oben wegdenken und ein einfacher einfacher Walmdachbau und auf der anderen Seite nochmal einen solchen. Zwei, drei Bauten stehen an der Straße. Es sind vier Häuser, das müssen Sie mir glauben. Ich weiß gar nicht, wie klein die Wohnung dahinter sein müssen. Es sind vier Häuser, eins, zwei, drei, vier, die auch durch diesen mittleren Eingang repräsentativ betont sind. Und dann gibt es drei Vorsprünge in der Fassade und das war es eigentlich schon. Ansonsten ist es total ganz primitiv. Natürlich ist der Glasbau zwischen den beiden Flügeln eine moderne Zutat, also eine aktuelle Zutat, nicht moderne. Ja. So sieht der Eingang aus, ist leider sehr dunkel geworden, wir müssen es nochmal aufhellen. Sie müssen mir einfach glauben, das ist der einzige Zugang von der Straße aus und der hat dann so eine Art leichte Bogentendenz. Wieder zwei Konsolen, die das Ganze tragen, an sich keine Funktion, aber es wird repräsentativ betont. Und hier ist eine ganz kleine hier Platte, und da steht drauf, erbaut 1939 und dann war noch der Platz für ein bestimmtes Symbol. Sie werden sicherlich erraten, welches, das natürlich nach 45 dann relativ schnell entfernt worden ist. Tja, was ist denn das nun? Wieder so gut wie kein Geld da gewesen, immerhin für einen repräsentativen Steinsockel. Ich weiß gar nicht, was das für Steine sind, so rostbraune Steine hat es gereicht. Aber offensichtlich, ich muss nochmal zurück, legte man Wert darauf, diese drei Formen, die ja vollkommen identisch sind, bis auf den Inhalt dieses kleinen Symbols, das sind hier irgendwelche Waffen und Blumen und so, und hier in der Mitte ist das Erbauungsteil. Warum diese Dreigliederung? Wie gesagt, mit Funktion hat das nichts zu tun. Und warum nur dieser eine Eingang in der Mitte? Das Ganze wird dadurch natürlich schon irgendwie ein bisschen hoheitlich hervorgehoben. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch die Rückseite noch sieht, wo dann ein bisschen mehr Schwung reinbringt, aber leider unten dann eben der Eingang, hier ist dann der Eingang zu den Wohnungen, auch eine gewisse Repräsentation reinbringt. All das sind Dinge, die eigentlich in der 20er-Jahre-Architektur nur bei sehr konservativen Architekten und eigentlich auch nur vor der Zeit der Durchsetzung der Moderne, also bis 27 vorkamen, aber im Dritten Reich, wie man mehr oder weniger weiß, zum Standard geworden sind. Es gibt Formen, die noch einfacher und primitiver sind als diese. Gerade in Leipzig ist die NS-Architektur im Wohnungsbau oftmals ziemlich repräsentativ und hat eigene Akzente. Die zum Beispiel in Köln ist nur wieder stärker von der Moderne beeinflusst und durchaus auch wieder eigenständig. Es gibt regionale Eigenheiten, aber trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, die rechtfertigen, von einer NS-Architektur auch im Wohnungsbau zu sprechen. Ja, dann die Bauten während des Krieges, durch den Krieg, die Siege des Krieges erzeugt, oftmals ein bisschen unterschätzt. Ja, Brünn, also Brünner. Festung Spielberg als Wehrmachtskaserne. Hauptgebäude mit Tor und Turm von Nordosten.
40 bis 41. Was haben die Nazis damit gemacht? Ja, auf den ersten Blick sieht es ja ganz historisch aus. Ich verweise nur wieder auf diese penetrant überall aufgesetzten Weinbecher. Die sind neu, sehen Sie, denke ich. Auch die Fassaden sind im Wesentlichen auch vereinfacht. Man hat auf diese Weise die Baukörper auf diese schlichte Elementarform gebracht. Man hat sie auch teilweise erfunden. Zum Beispiel dieser Aufbau hier, der ist eine vollkommene Erfindung. Dass die Dächer hier, aber auch der Bau selbst ist eine Zutat. Und auf diese Weise eine Komposition aus lauter Elementarbaukörpern hergestellt. So eine Elementarbaukörper haben Sie vor Jahren noch vor Augen gehabt bei den Tankstellen der Reichsautobahn. Ne? Da mit diesen typischen Pfeilern davor und dann oben so ein Walmdach ganz drauf. Ja? Also diese einfachen Formen. Offensichtlich legt man Wert darauf, ob solche strengen Vereinheitlichungen, das etwas aggressive Moment daran, sieht man hier. Wieder der Spielberg, der Tod vom Adlerhorst, ob der erst danach benannt worden ist, ich vermute mal. Also ein Teil des Portals, das ist ja rein manieristisch, also 17. Jahrhundert hier oben, kann man darüber reden, warum es manieristisch ist. Das ist auf jeden Fall eine Zuerfindung und das auf jeden Fall. Es war irgendwie so schon noch ein Rest da. Alles andere ist eine freie Nachabfindung. Tja, warum die Asymmetrie, diese aggressive Asymmetrie? Ja, man könnte ja sonst von neobarocken Formen sprechen, aber diese aggressive Asymmetrie ist zum Beispiel sehr heroisch. Das ist schon sehr merkwürdig. Das sind auf jeden Fall Formen des wilhelminischen Denkmalarchitektur. Man denke an Bruno Schmitz und sein Kiffhäuser Denkmal. Sind da auf jeden Fall aufgenommen worden. Und man legte großen Wert darauf, einfacher und doch schlichter, sage ich mal ironisch, und noch monumentaler zu sein als die Kaiserzeit. Ja, was ganz Seltsames. Offensichtlich ein Überlebensversuch oder ein gelungener Überlebensversuch eines an sich linken und progressiven Architekten, namens Kurt Berbig aus Dresden. Hier in Ortrand. Ein schöner Name. Die ganze Altstadt ist schon noch, besteht aus 3 bis 4 Straßen um diese Hauptstraße hinein, die tatsächlich, was wir in Wilhelmshöhe oben das der Bahnhof hochsteigt. Unten liegt dann die Stadt. Es ist sehr einfach und sehr schlicht. Die Bauten sind, wie man sie auch kennt, aus oberlausitzischen Gebieten. Und da wird dieses Warenhaus reingesetzt. Das Warenhaus besteht aus einem großen Bau um eine Glashalle nach hinten hin. Das sieht man aber nicht. Entscheidend ist, dass es eine einfache Fassade hat, dass es wieder die Pfeilerhalle hat, dass die beiden äußeren Fenster hier nochmal ein Spitzfenster abgesetzt sind und ansonsten es durchläuft. Ein trostloser Versuch, diese Fassade zu gliedern und zugleich eben diese verinnerlichte Form von Repräsentation zu bedienen. Ja, letzter Bau. Dachau, Konzentrationslager, Krematorium 2 von Nordosten. Auch das war Alltag im Dritten Reich. Leben und auch Sterben im KZ. Das war ein Komplexbau. Eigentlich sollte die Heizung, ist ja im Wesentlichen eine Heizanlage, nicht nur zur Totenverbrennung, sondern auch zur Desinfektion von Wäsche dienen. Das heißt, der Giebel ist offen und da ist dann eine Desinfektionsanstalt drin. Und dann zwischendurch ist auch eine Gaskammer drin, die aber Gott sei Dank nie benutzt worden ist, interessanterweise. In dem Fall aber fielen trotzdem genug Tote an, die ständig verbrannt werden mussten. Man muss dazu sagen, dass der Schornstein, der schon schlimm genug aussieht, auch noch ein Nachkriegsmodell ist, was war verharmlost. Der Originalschornstein war noch höher und noch brutaler, aber der war schon sozusagen verbrannt von den vielen Toten, dass man einen neuen bauen musste. Also das ist das... ein einfacher Bau, weil man sicherlich kann man von Heimatstil reden. Man zögert da immer, da stilistische Dinge reinzubringen. Ich verweise mal auf bestimmte ästhetische Tricks. Die Doppelung der Eingänge, die Doppelung der Fenster, die Doppelung der Lüftungsgitter auf den gedoppelten Entlüftungskästen. Das sind so einfache Formen, wie Provinzarchitekten von der SS in dem Fall das machen konnten. Ein technischer Bau. Man kann eben von Heimatstil sprechen, aber was hat man in dem Fall darüber gesagt?
Trotzdem ist meiner Meinung nach auch ohne Erläuterung klar, dass ein solcher Bau in dieser Form, in diesem Stil nur im Dritten Reich entstehen konnte. Und darauf kam es mir an, zu sagen, vom scheußlichsten Bauen, von dem bis hin zu dem liebenswürdigsten, in Anführungsstrichen, es ist ein Stil, es ist eine Gestaltungshaltung, die sich überall ausdrückt, die kann sehr unterschiedliche Produkte haben, aber sobald ein Bauwerk eine minimale repräsentative Bedeutung hatte, wurde es in diesen vereinfachten historischen Monumentalformen gestaltet und sei es noch so einfach wie hier. Das ist zumindest der Ausblick, den ich geben kann am Beginn des Buches. Warum das so ist, wird im zweiten Teil, im ersten Teil weiter unten erläutert. Im zweiten Teil gibt es dann eben die Detailuntersuchungen und Spezialuntersuchungen und dann eben die Kritik an der bisherigen, eigentlich seltsamen, damit will ich schließen, seltsamen Tatsache, dass diese einfache und erkennbare und auch wie sehen Sie, stumpfsinnige einheitliche Architektur bis heute noch nie in ihrer Einheitlichkeit beschrieben worden ist. Irgendwie hat man den Leuten, ich vermute mal, dass man Angst hatte, den Nazis so etwas wie Stil zugestehen, weil man Stil eben als eine Wertform angesehen hat. Dabei ist es nichts weiter als, wenn man so will, sozialhistorisch, qualitativ, sozialforschungsgemäß zu konstatierende Einheit von Ästhetik, Ideologie und Gestaltung. Man kann das machen. Es gibt Bauten, die da herausfallen, es gibt Ausnahmen und es gibt die Regel. Ich habe Ihnen versucht, jetzt mal die Regel darzustellen. Und es dürfte schwierig sein, das ganz anders zu machen. Vielleicht kann man andere Details machen. Aber entscheidend ist, man kann diese Bauten im Alltag auffinden und dann geht dann wirklich die schwierige Frage los, was macht man mit den Dingern, wenn sie sich nicht gerade in einem KZ befinden. Weil sonst wäre der Bau ja schon längst zerstört, ne? Wenn das eine normale Anlage gewesen wäre, sozusagen. Und trotzdem gehört auch die normale Anlage zum Dritten Reich. Ja, soweit. Das ist das, was wir von dem Buch erwarten können. Jetzt am Anfang. Ja, es kommt dann, natürlich haben Sie keine Angst, da kommt dann auch Albert Speers Reichskanzlei durchaus zur Geltung und wird analysiert. Ja, die Großbauten werden durchaus angerissen und verglichen mit den kleineren. Aber entscheidend ist für mich gewesen, die Alltagsarchitektur darzustellen. Bitte. Vielen Dank, Olli, für diesen Einstieg, diesen längeren Einstieg. Ja, wir haben jetzt noch die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Und vielleicht greifen wir nochmal die Kernthese heraus. Das ist also ein wesentliches Formprinzip, gibt, das du ausgemacht hast und versucht hast, uns zu demonstrieren. Und deine Erläuterung an den Bauten selber fand ich jetzt für die Lenkung und das Aufmerksammachen des Blicks sehr instruktiv. Du hattest zwischendurch die Versuche gemacht, die Einheit dieses Formprinzips jetzt aus der Ideologie zu erklären. Mhm. Das spielt jetzt gar die Trost eine Rolle und die Hierarchie von Blut und Boden und die Äußerungen des größten aller Führers und Architekten in Nazi-Deutschland. Da würde ich noch mal gerne nachfragen wollen, wie sozusagen die mehr intuitiven, an den Objekten dargestellten Formprinzipien, die haben mich eigentlich sehr inspiriert oder so. Der Versuch, dass es jetzt eine geschlossene Ideologie gebe und das, was du mit vielleicht mit Habitus, mit Resonanz, mit Haltung, mit Gestaltungs-, mit Formprinzip meinst, dass das jetzt aus Texten oder aus ideologischen Konstruktionen unmittelbar abzuleiten wäre. Also da würde ich jetzt noch mehr über die Ideologie wissen wollen, die sich in dem Formprinzip jetzt widerspiegeln sollte. Also das ist eine bestimmte Art, du hattest andere Begriffe genommen wie Monumentalisierung, ein bestimmtes Formprinzip der Vielgestaltigkeit, der Abtrennbarkeit von einzelnen Dingen, von bestimmten Verfahren, die auch aus der Heimatschutzarchitektur vielleicht erkennbar sind, die aus dem Klassizismus. So, aber wie das jetzt mit einem bestimmten Ideologiekonstrukt, also einer bestimmten
Mythologie von Textsorten oder von ja. Inhalt, von Ideologien zusammenhängt. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Gut, wir können das festhalten. Ich hatte ja schon gesprochen, dass sie eine hierarchische Gesamtform und ein Moment von Gleichheit innerhalb der Einzelformen nebeneinander oder ineinander ästhetisch verwurzelt sind. Und dem entspricht, das ist relativ leicht darzustellen, zwei Begriffe, von denen der eine eher mit egalitären Momenten verknüpft ist, der andere mit hierarchischen. Und zwar der eine ist der der Volksgemeinschaft, wo innerhalb einer Stufe der Hierarchie, natürlich sind die Juden gar nichts wert und die Slawen so gut wie nichts, aber innerhalb dieser Volksgemeinschaft gibt es eine Form von Gemeinschaftlichkeit, das heißt Gemeinsamkeit. Das ist ja die alte Ideologie der Rechten von seit Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft über Gesellschaft. Gesellschaft ist selbst gewählt, nicht? Gemeinschaft, da gehört man durchs Blut an, zum Beispiel. Und das bedeutet schon erstmal, dass alle auf einer bestimmten Ebene tatsächlich und potenziell oder real hochwertig sind, gleichwertig sind, hochwertig sind. Ein bisschen angedeutet ist, das habe ich das ein bisschen überraschenderweise beim HJ und BDM. Aber man kann das zum Beispiel auf einer einfachen Ebene überlegen, wie sind die historischen Rangabordnungen des Militärs in den Parteigliederungen, und nur dort, die Wehrmacht hat ja ihre alten Namen benannt, verändert worden. Dort hießen doch alle außer dem normalen SS-Mann Führer. Vom Rottenführer, Unteroffizier, bis hin zum Führer, Reichsführer. SS, das Vermitteln, da haben sie gleich mal weggelassen, Reichsführer SS, über dem dann nur noch der Führer schlechthin stand. Aber Führer sind sie alle, auch der Rottenführer. Und dann gibt es den Wirtschaftsführer, der wird immer gern, und zum Beispiel auch bei den Machern von Macht, Raum, Gewalt, immer gern vergessen. Nicht? Also die merkwürdige und zugegeben nicht ganz geklärte Vision, was hat eigentlich ein Chef, der über von 10.000 Mitarbeiter regiert und ein gigantisches Millionenvermögen hat, was hat der für eine Hierarchie und Rolle im Dritten Reich? Natürlich nicht die eines normalen Nobodies. Ja? Aber wie verhält sich diese Hierarchie zu der der Partei? Wurde nie ganz geklärt, aber dass auf jeden Fall die Leute auch eine gewisse Bedeutung hatten, spielte eine Rolle. Das heißt, innerhalb der Volksgemeinschaft gibt es eine Hierarchie und zugleich, und das ist das eben das Schwierige zu denken, ein Moment von Hierarchie, ein Moment von Gleichheit. Der Führer hat auch bloß so einen einfachen Rock wie der normale und so weiter. Das wurde auch bewusst inszeniert. Und dieses spannungsvolle, das Wort Spannung kommt im Dritten Reich auch immer apologetisch vor, spannungsvolle Moment von Gleichheit und Hierarchie. Wobei kein Moment suspendierbar ist. Und die Hierarchie ist unbedingt erforderlich. Das hierarchische Denken ist alles durchtrennend. Und hier, aber auf einer bestimmten Stufe, und Stufe ist noch wieder ästhetisch, noch wieder auch ein Moment, was andauernd vorkommt, ne, andauernd Stufen, bis hin zu den Gesimsen hin, die Abstufung von bestimmten Wertbegriffen. Das ist das Entscheidende, was ich da sage. Und da kann man schon auf einer bestimmten Ebene festhalten, dass es nicht nur in der Architektur zum Ausdruck kommt, sondern dass es auch explizit von Philosophen, Ideologen, von Hitler selbst auch so bezeichnet worden ist. Und ich mache mich anheischig, das nachzuweisen beim Text. Der ist schon 17, aber da habe ich dann die markantesten Sachen zusammengetragen. Also davon gibt Spannung kommt vor, Stufung kommt vor, die Stufung zwischen dem Allgemeinen des Blutes und dem Sondernden des Bodens und so weiter. Also diese Abstufung, die dann wieder sich direkt erklären lassen, in der Hierarchie des Dritten Reiches, ja, und zugleich kann man sagen, dass so eine Art ideologische Verbundenheit der berühmte Ewigkeitswert war. Wo natürlich die Großbauten den größten Ewigkeitswerten hatten, die anderen natürlich im Boden verbunden den mittleren. Tja, und die Industriebauten hatten überhaupt keinen. Also diese Explikation, die können wir in dem Buch noch erwarten. Die kann man in dem Buch erwarten. Und da ist sozusagen die gestaltprägenden Prinzipien sind daraus irgendwie abzuleiten, die du jetzt mehr intuitiv aus den Objekten entwickelt hast, würde man jetzt sozusagen als Annahme einer homogenen Ideologie, die ja, auf der Explosion natürlich beruht von Nicht-Volksgenossen und so weiter. Das hat die Ausstellung ja besonders klar gemacht.
Die würde man aber da wiederfinden. Ja, zum Beispiel, ich mache so mal ein ganz konkretes Beispiel. Also am Abschluss von Bausteine für Führer, Kult und Gemeinschaftsglaube wird es konkret gemacht an den Türmen des Olympiastadions. Mhm. Der mittlere ist der Führerturm und die anderen sind der Bayernturm und Preußenturm und Sachsenturm, also Niedersachsenturm, und dann gibt es noch einen Schwabenturm. Die haben dieselbe Pfeilerform, nur ist der Führerturm höher. Muss man erklären, warum? Der Aufwand ist riesig, den die gemacht haben. Und für die Kameraoperation braucht man eigentlich mal einen Turm, ein technisches gesehen. Für die Monumentalität ist es auch ein bisschen eher verwirrend. Es sind 7 Türme im Ganzen, übrigens alles liebevoll mit der Bundesrepublik wieder aufgebaut worden. Ja, steht da drin, erbaut von der Reichsregierung, wieder aufgebaut von der Bundesregierung. Steht da so ganz symmetrisch, ganz zauberhaft. Und da kann man das wieder sehen. Der Führerturm ist größer als der andere. Er fasst alle Stämme in sich, aber er ist auch wieder ein Teil des Ganzen, des ständischen Ganzen. Okay? Also da wird das explizit. Und das ist zugegeben in dem Fall nicht expliziert worden, aber in vielen anderen Fällen auch. Wilhelm Bäumer hat ja geschrieben, zum Beispiel zu den Bauten der Straße Brückenstraße X, weiß nicht, ob du die Freilichgradstraße mal gesehen hast, typische Heimatstierstraße mit geschwungenen Fronten. Da hat er dann beschrieben, oder schreiben lassen durch seinen Kollegen, es ist wie einer richtigen Volksgemeinschaft. Jedes fügt sich ein und wahrt doch zur Steigerung des Ganzen seine Eigenart. Da hast du es natürlich auf einem besonders schlichten Niveau. Aber das ist die echte Volksgemeinschaft. Ja? Okay, das war meine erste Frage zum Anstoß einer Diskussion. Vielleicht möchten Sie reagieren, Rückfragen stellen. Harald Bodenschatz? Ja, also ich fand das natürlich sehr anregend und bin schon sehr gespannt auf das Buch. Mit an einem Punkt natürlich sofort anknüpfen, den Thomas ja auch angesprochen hat. Das ist die Frage der Beziehung von Ideologie und Architektur. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, wenn man das Wort Führer aufruft. Es gibt diese ganzen vielen Führer in allen möglichen Institutionen, aber, das weißt du ja auch, diese Führer sind nicht homogen, sondern diese Führer rivalisierten miteinander und die haben auch andere, leicht andere Optionen. Das heißt, die Grundfrage, gibt es überhaupt eine nationalsozialistische Ideologie? Ich würde sagen, es gibt es sie genauso wenig, wie es meines Erachtens so eine, einfache nationalsozialistische Architektur geben. Ja. Also sie rivalisieren miteinander. Und der zweite Punkt ist der, das verändert sich, die Struktur dieser Rivalisierung verändert sich dauernd. Also Reichsführer SS Himmler hat natürlich 1942 eine völlig andere Rolle als jetzt 1936 beispielsweise. Und das gilt ja für Speer erst recht. Und die Gerti Trost ist halt eine unter vielen, die schreibt zwar viel und publiziert, aber es gibt andere, die anderes publizieren. Und zwar, es ist eine, also man darf sich eine Diktatur ja nicht als eine homogene Geschichte, es gibt einen Superführer ganz oben, der kriegt den höchsten Turm und der beherrscht auch wirklich alles. Natürlich, das weißt ja du selber, dass Hitler selbst seine ganzen Erlasse und Ordnungen wurden ja meistens von anderen rivalisierenden Figuren hineingetragen. Also das ist der Punkt. Der zweite ist, wenn man jetzt, also mich wundert dann immer, das ist natürlich jetzt eure Fachdiskussion, dass man hier Heimat, Stil, Moderne und Klassizismus, dass man das so einfach so sagen kann. Weil sowohl die Moderne ist ja viel, viel, viel komplexer und rivalisierender und Unterschiede. Ich möchte da immer auch noch auf die italienische Moderne verweisen, den Nationalismus. Aber das gilt ja für den Heimatschutz auch. Also ich sehe, was du immer alles als Heimatschutz siehst. Ich sage, ach so, wundert mich, ich sehe da gar keinen Heimatschutz. Aber okay, also Heimatschutz ist ja auch erst einmal ein Dachbegriff, wo alle möglichen unterschiedlichen Facetten drin sind. Diese Facetten, die kommen dann in einigen Grundformen dann zusammen. Aber zugleich
mit dem Begriff Periodisierung, welche Rolle spielen diese Perioden, wenn man davon ausgeht, dass sich die Verhältnisse verändern, in denen die Architekten auch arbeiten und in denen auch Architekturen, Konsense über Architekturen sich verfestigen. Ja. Also ich würde behaupten, 34, 35, wo du ja viele Beispiele gezeigt hast, da war überhaupt nicht besonders klar, da hat sich nichts durchgesetzt, dass da in München ein Trost versucht hat, hier bestimmte Optionen mit seinem Führer hier durchzusetzen. Das ist ein ganz gutes Feld gewesen. Und wenn du Ermisch bringst, dann ist Ermisch für mich erstmal ein Architekt der Kommune. Völlig was anderes als ein Architekt der Partei, die Reichskanzlei macht. Ja. Und als Architekt der Kommune, also in dem Fall der Kommune von Berlin, hat er natürlich auch noch andere Optionen als der nächste Bau, der ja von einem völlig anderen Träger in der NSDAP ist, dieser Bau. Ja, das ist ein Bau. Während das erste ist ein dort, das wissen wir ja von den Dokumenten, bei diesem ganzen Komplex hier, versucht sich die Reichsebene einzuschalten und die Kommune zu etwas zu drängen, was sie gar nicht zunächst unbedingt für sinnvoll erachtet hat. Und dann macht Ermisch diesen Bau als Vertreter der Kommune sozusagen unter dem Druck des Reiches. Ah. Aber eine völlig andere Konstellation als bei dem anderen, auch in der Zeit, wo sich noch nicht so selbstverständlich gezeigt hat, was denn Architektur dieses Systems denn sein soll. Gut, umso überraschender, dass doch dieselben Formen wieder auftauchen, zumindest in einer Grundform. Was die Ideologie verändert, ja, ein Rundbogen bleibt schon auch ein Rundbogen, ne? Und eine Pfeilerhalle. Was die Ideologie angeht, dass sozusagen die Rivalitäten zwischen den verschiedenen Führerpersönlichkeiten sozusagen diese Ideologie aufgerieben hätten. Ich würde umgedreht sagen, die Rivalität von Führern war mit dem ideologischen Begriff des Kampfs als Lebensprinzip, dem Moment, dem entscheidenden Moment, was aus dem Liberalismus, nämlich aus einer sozialdarwinistischen Variante und aus der Lebensphilosophie übernommen worden ist. Das haben die nicht genau gewusst, was sie da übernommen haben. Aber der Kampf als ewiges Lebensprinzip, das sickerte schon tief ein. Das heißt, die Rivalität zwischen verschiedenen Führern konnte und ist de facto bei Kolbenheier explizit als ein Moment der Realisierung des Dritten Reiches angesehen. Und sie haben gar nicht den klassischen Harmoniebegriff gehabt, sondern der Kampf als Vater der Dinge, ne? Alles ist Kampf und so weiter. Bei Hitler ist es ja germanisch, also als das Kampf zu bezeichnen. Weil es durchgesetzt werden muss, ist etwas, was dann entsteht, sozusagen dann eben auch als Zeichen einer Durchsetzungsmacht. So ist ganz schlicht und auch positivistisch und ist sicherlich jedem Konzernlenker auch als Begründung seiner eigenen Profitsituation vollkommen erkennbar. Man muss da kein Nationalsozialist sein. Aber trotzdem, das ist das Moderne daran, wenn man Moderne als jetzt zeitgleich setzt, sage ich ja ironisch. Natürlich ist das eine Ideologie des 20. Jahrhunderts. Ja? Erfolg gibt Recht, das sind so Dinge, die den Kleinbürgern und den Nazis mächtig, und sie waren immer alle mächtig imponiert haben. Was ihn auch sonst imponiert haben, was ihn nicht imponiert hat, war aller Versuch von Liberalen, wie Linksliberalen wie Gropius, bis hin zu Anarchisten wie Mühsam, hierarchische Formen zwischen den Menschen und zwischen den Bauformen gleichermaßen aufzuheben. Das war ihre persönliche Aggression. Das haben sie als Konzept kompromisslos bekämpft und da haben sie instinktiv, vielleicht konnten sie es nicht explizieren. Kann man ja von Politikern tendenziell nicht erwarten, dass sie genau schreiben wollen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Aber sie haben ganz bewusst gesagt, dass sie diese traditionelle Harmonievorstellung sowieso ablehnen, dass für sie Kampf auch eine wesentliche Sache sind. Und da hatten sie schon gar kein Problem mit dieser freien Spiel der Kräfte und dieser Aggression zwischen den einzelnen Formen. Hitler hat das ja ganz bewusst, das wissen wir alle, auch noch gefördert, indem er parallel Kompetenzen geschaffen hat und dann vergnügt zugesehen hat, wer von den beiden sich dann durchgesetzt hat. Ne? Das hat sozusagen so ein bisschen so einen kleinen Gott gespielt auf so einer Ebene.
Das ist das ideologische Moment. Das zweite, worum ging es da eigentlich? Ach, da, bestimmte Formen. Bleiben wir mal ruhig bei dem Heimatstil. Heimatstil ist natürlich eine schillernde Angelegenheit. Heimatstil ist immer dann, wenn man trotz aller Vereinfachung ein bayerisches Bauernhaus, wie sich Klein Moritz vorstellt, immer noch an den Bauten erkennen kann. Und das hat er bei dem HJ-Heim der Fall gewesen, das ist bei sogar bei dem schrecklichen Krematorium der Fall gewesen. Tut mir leid, das ist Heimatstil. Auf einer ganz billigen, vereinfachten Form, gestalttypologisch kann man das festmachen, wenn bestimmte historische Formen, und seien sie noch so vereinfacht, auf eine präindustrielle, bäuerliche Form zurückbezogen werden. Ist es ein ideologisches Moment, ist es Heimatstil? Ideologie ist es deshalb eben, weil eine Abhängigkeit von Naturkräften, die in Wirklichkeit durch die ökonomische Entwicklung beseitigt worden ist, man ist von diesen Naturkräften nicht mehr abhängig, man muss sie auch nicht mehr konstruktiv zum Ausdruck bringen, gestalterisch. Aber man macht es ideologisch, weil man sich, das ist das Romantische daran, an die Zeit der Ordnung und der Schönheit in der Vergangenheit sehnt. Ja, der Begriff der Tradition zum Beispiel. Gerade wenn die Tradition aufhört, fängt der Heimatstil an, weiß jeder. Wo das Volk aufhört, fängt die Folklore an. Der Brauch aufhört, fängt das Brauchtum an. Also diese ganzen Geschichten. Das ist Heimatstil. Natürlich ist der Bogen auch Heimatstil. Warum ist der Bogen Heimatstil? Weil man den nicht an sich nicht braucht. Man könnte sogar eine einfache Pfeilerhalle machen, auch ohne Bogen. Zum Beispiel in Italien wäre es zum Beispiel durchaus denkbar, weil der Verweis auf Italien insofern unfair ist, weil ich ja jetzt noch nichts über Italien gesagt habe. Wenn ich jetzt gesagt hätte, in Italien war es genau dasselbe, dann könntest du mir da reingrätschen. Aber so kannst du mir da nicht reingrätschen, weil ich über Italien überhaupt nichts gesagt habe. Entscheidend ist, hier musste offensichtlich ein Motiv aufgerufen werden, was längst bekannt war. Ja, man wollte gar nicht in diesem Sinne modern und neu sein, dass man etwas vollkommen Neues schaffen wollte, sondern man wollte altbekannte und bewährte Motive auf eine neue Art und Weise kombinieren, sodass sie einen zeitgemäßen Ausdruck bekamen. Mehr ist es nicht. Aber das genügte schon, um sich von der Moderne, die ja bekanntermaßen gerade am Bühlerplatz mit den Bauten von Pölzig, mit ihrem Dynamismus, durchaus beherrschend geworden war. Der wollte man konkret etwas entgegensetzen. Ja? Man hatte einerseits die Monumentalfront der Volksbühne und dem jüdischen Architekten haben sich schon geärgert und dann haben sie natürlich das dynamische Runde auf der Seite, die da gibt es im Vorbau, auch noch aufnehmen müssen. Sie hatten ein großes Problem, wie konnten sie mit diesen Kontrasten und Konflikten der warmen Blick umgehen und sie haben es gedacht, das Neue ist, wir vereinfachen diese Form so weit. Wie gesagt, das ist nicht explizit, das ist instinktiv, dass sowohl die Partei als auch die Stadtregierung von Berlin, das ist das Denken von Herrn Ermisch, eindeutig. Er hat versucht, das zu kombinieren und hat es relativ geschickt gemacht. Ne? Die Grünen haben überhaupt nichts zu tun mit irgendeinem Doch. Ein bisschen lauter. Doch. Du musst lauter an der letzten. Doch. Hört man dich nicht mehr. Aber mit welchem Heimatziel? Genau. Was haben wir, also Folgendes: Was haben die Bögen mit Heimatziel zu tun? Natürlich ist das ein Zitat, ein verabstrahiertes, vereinfachtes Zitat einer Ratslaube zum Beispiel. Wir waren das im Grimm oder überhaupt einer Ratslaube oder auch von Bürgerhäusern wie im schwedisch-lesischen Bereich, ne, in Görlitz zum Beispiel. Was ist denn eine Laube? Jetzt mal rein räumlich. Es geht ja nicht um irgendwelche abstrakten Begriffe, sondern um konkrete Räumlichkeiten. Es ist zugleich ein öffentlicher oder ein Hausraum, habe ich beschrieben in meinem alten Vortrag. Das heißt, es ist Teil des öffentlichen Raums und ist zugleich, gehört es zum Haus. Und diese Spannung macht es aus und da wird das dann plastisch an einem einfachen Baukörper, der sonst nichts weiter Monumentales bedeutet, wird ein Monumentalmotiv hergestellt, in dem ein freiplastisches Motiv in das Haus zugleich eingebunden wird. So könnte man es definieren. Das heißt, die Formen sind freiplastisch und zugleich in den Hausbaukörper eingebaut. An dem Kino in Mittenwald, ne, ganz extrem, wird das Ganze dann in der Pfeilerfront besonders monströs zur Geltung gebracht. Ne? Ja? Und natürlich vorher etwas einfacher bei dem HJ-Heim. All das sind Formen. Es geht nicht notwendig um den Bogen, aber es geht um die Tatsache, dass der Heimatstil auf bestimmter Weise monumentalisiert worden ist. Und um das zu erläutern, könnte ich natürlich, um ganz locker zu sagen, das gab es ja wohl, da würde ich natürlich eine von den drei Ordensburgen zeigen. Ne? Wäre übrigens ganz schön gewesen, wenn man auch eine Ausstellung in Ordensburg gezeigt hätte, als Kontrast. Gerade dort letzte Woche nur
in Machtraumgeschichte. Hätte man eine Ordensburg zeigen können. Man hat ein KZ gezeigt, aber man hätte eine Ordensburg zeigen können. Ein Lager, das eine, ein Lager, das andere als Typ. Also eine für die Vernichtung und Vernutzung der Fremden und das eine für die Erhebung und Züchtung und Schulung der eigenen sozusagen. Das wäre eine interessante Gegenüberstellung gewesen. Gut, okay. Aber jedenfalls, also dieser Heimatstil, um es mal abzuschließen, ich glaube, dieser Heimatstil ist wirklich, man müsste ihn durch das ganze 20. Jahrhundert durch erforschen. Man kann sagen, es ist eine Art empirischer Historismus, der nicht mehr von dem Stilideal ausgeht, sondern von der real vorgefundenen Alltagsarchitektur. Das war der Anfang, um 1900, wo man die Stilform konkret aufgefasst hat. Lassen wir das jetzt mal so dann stehen. Ich finde an der Diskussion, die ich auf verschiedenen Ebenen auch mitverfolge, interessant, dass der kunstwissenschaftlich-bauhistorische, architekturästhetische Zugang erneuert wird, auch bei dem Thema der Nazi-Architektur. Und dass die Mitteilung, es ist sehr divers, es gab auch unterschiedliche Leute, also dass sozusagen der alte Universalienstreit, ist das nur nominalistisch oder haben wir noch Universalien, können wir noch allgemeine Begriffe bilden, gibt es noch stilistisch gemeinsame, ob die nun durch Verordnung oder unterschiedliche Akteure, also gibt es eine Sozialpsyche, gibt es ein gesellschaftlich Allgemeines, was sich durchsetzt, auch im Form- und Gestaltungsprinzip. Die Frage finde ich schon relativ interessant. Und das Problem ist, dass die für die Nazi-Zeit nie systematisch aufgegriffen wurde oder selten systematisch aufgegriffen wurde. Könnte ja eine Ergänzung sein zu der Untersuchung der verschiedenen Akteure, die sich da in Konkurrenz und sonst wie befinden, weil also sozusagen der rein empiristische Einwand, wir brauchen, glaube ich, beides. Und zumindest das würde ich gerne in Schwebe halten wollen. Gab es da noch eine Bemerkung? Ja, vielleicht sollte man an einer Stelle die Nazis ernster nehmen. Sie haben nie von Architektur geredet. Ich kenne kein einziges Werk, wo die Nazis von Architektur reden. Sie reden von Baukunst. Punkt 1. Jetzt, Baukunst ist natürlich was ganz anderes als Architektur. Wenn man über Baukunst redet, dann muss man genau das, was heute uns ja gezeigt wurde, das machen und muss man machen. Man muss sozusagen einen Formenkanon, einen Formalkanon herausfinden, der ein Stil. Ich bin dafür, sozusagen diesen Begriff des Nazi-Stils mal festzuhalten, die Elemente dieses Stils herauszufinden. Ja. Und dann kommt man vielleicht gar nicht weiter, indem man sich auf die Selbstbezeichnung einlässt. Und stellt fest, es könnte ja sein, dass es eine Reihe von Elementen gibt, die, und das wäre der strategische Zugriff der Baukünstler, dass sie durch einen Kanon von Elementen immer wieder, egal an welchem Punkt, anbringen. Und jeder Architekturhistoriker, der durch die Stadt läuft, er kann Ihnen an jedem Bau sagen, wann der gebaut, ob der in der Nazi-Zeit gebaut worden ist oder nicht. Das kann man blind. Also das lernt man sofort, aber nicht sofort. Also mit der Zeit können Sie das einfach machen. Und damit haben Sie in Ihrem methodischen Zugriff sozusagen einen Pfund in der Hand. Sie können sagen, also wir könnten versuchen, so diesen Kanon oder dieses Kompendium oder wie immer man es jetzt nennen will, das muss man dann ja, lässt sich dann bautechnisch aufschlüsseln, was eine Fensterumrahmung, was ist ein Eingang, wie sieht eine Tür aus, wie sieht eine Fassade aus, wie sieht eine Gliederung aus, wie sieht ein Gesims aus und so weiter. An dem erkennt man es ja sofort, wenn man darin geschult ist. Dann könnte man ja sagen, dass der Zugriff dieser Baukunst darin besteht, diese Elemente in jedwedes, also nahezu jedwedes Bauaufgabe einzufügen. Das ist nur als Vorschlag zum Erkenntniszugang. Wie jetzt das umgekehrt dann, wie dieses Kompendium sich zu verhält zur herrschaftstechnischen Abteilung der Nazi-Ideologie, da fällt mir nicht so viel dazu ein, außer einer einzigen Angelegenheit. Dass es eine Negation einer einzigen Sache ist, nämlich
des Neudenkens von auch uns. Also ich würde jetzt die Moderne, weil das ja ein schwieriges Wort, wir reden mal so eben mal schnell, die Moderne oder was meint man, also sagen wir die Avantgarde, schon wieder schwierig, ich weiß, aber die vorgehende Avantgarde, die nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht Aufwind hatte, dass die jedenfalls auf gar keinen Fall vorkommen können. Also das ist das, was, das wäre dieser Vernichtungs- oder Negationsaspekt, den könnte ich anführen, weshalb, oder wie dieses, um den Rahmen für dieses Kompendium, für dieses Kompendium zu benennen. Also kein Flachdach als banales Beispiel, weil es wäre, also das muss ich jetzt ausführen. Aber also in dieser Negation, gelingt es mir sowas wie im Zusammenhang mit diesem Formkanon und dem Ideologischen herzustellen. Es gelingt mir nicht so unbedingt, indem ich nenne es jetzt ideologischen Phrasen von Blut und Boden, die weiterzutreiben, fällt mir jetzt erstmal schwer. Ja, ich habe es ja auch nur reingenommen. Wie gesagt, jetzt noch eins drauf. Ich kenne kaum einen Architekten, der nicht opportunistisch ist. Natürlich. Das ist doch gar keine Frage. Das ist doch der Normalzustand. Der bürgerliche Architekt fragt den Auftraggeber, was er gerne haben will, und dann ist er froh, wenn ihm der Auftraggeber eine relativ konkrete Antwort gibt, und dann versucht er, das hinzukriegen. Das ist doch der Normalfall. Und dann ärgert er sich, wenn ihm der Auftraggeber keine konkreten Hinweise gibt. Ich habe das erlebt an den DDR-Kulturhäusern, wo der Architekt, der kam aus dem Dritten Reich und freute sich wie Bolle in den Pankow, dass er überhaupt wieder was Repräsentatives bauen konnte. Der hatte nämlich seit 1939 bloß noch Barken getypisiert und wollte mal wieder mal richtig loslegen. Und wenn ihm dann der sowjetische Kulturoffizier sagte, formalistisch dürfe es nicht sein, und da hat er gesagt, was ist ein Formalismus? Und hat er dann, wenn der sowjetische Kulturoffizier ein bisschen drauf war, hat er gesagt, so was wie Bauhaus und eure verflixten Modernen. Ach so, das zeitgemäße Repräsentation, das hat mit Bauhaus nichts zu tun, das weiß ich aber schon. Ich weiß auch genau, wie zeitgemäße Repräsentation geht. Und da hat derselbe Werksarchitekt, zum Beispiel Buna Schkopau, das dortige Haus der Freundschaft, ein schöner Name, Haus der Freundschaft gebaut, und das sieht aus wie ein Gauforum und ein Turm. Das heißt, da hat die ideologische Vermittlung nicht geklappt. Die ist doch nicht Natur, ich behaupte nicht, dass die naturwüchsig funktioniert. Die kann auch mal daneben gehen. Und zum Beispiel in der Nachkriegszeit ist die oft daneben gegangen, weil die Architekten auch genau wussten, besser als die Partei und irgendwelche Kulturfunktionäre, wie zeitgemäße Repräsentation geht. Und haben die halt losgelegt und ihren, auf Deutsch gesagt, ihr opportunistisches Nachkriegszeugs weitergemacht. Das heißt, diese Dinge sind nicht naturwüchsig. Man kann die nicht naturalisieren. Es bedurfte immer einer mühseligen Geschichte, das durchzusetzen. Aber eins muss klar sein, der Opportunismus der Architekten, auch gerade eines Herrn Ermisch, der sich bewusst überlegt hat, was wollten die denn jetzt eigentlich von mir? Das war so wie Hans Pölzig mit dem Babylon nicht weitermachen können, das war klar. Und dann hat er sozusagen diese Momente auf eine interessante Weise und gar nicht so ungeschickt für die frühe Zeit kombiniert. Und aus diesen Elementen, mehr war es auch nicht, wurde dann der offizielle Stil geboren. Und wer weiß, ob nicht vielleicht sogar Leonhard Gall als Bürochef von Alten Trost sich an diesem Bau in einer Linienstraße, in einem Berliner Bau orientiert hat. Soll ja öfter mal vorkommen, dass sich Bayern also an Berlin orientieren. Die unterschiedlichen Denkweisen, die ich jetzt überblicke, sind ja vor allem, dass die eine Fraktion sagt, die baulichen Formen haben mit den gesellschaftlichen Bedingungen gar nichts zu tun. Und die andere Fraktion sagt, geschult an Wölflin und an historistischen und an kulturhistorischen Modellen, dass es sozusagen Stilformationen gibt, die sich in einem längeren Prozess durchsetzen, dass da also Stilbildungsprozesse doch Ausdruck von gesellschaftlichen Bewusstseins- und Mentalitäts- und Wandlungen sind und dass die auf eine bestimmte Art und Weise schon was bedeuten. Natürlich nicht jeder einzelne Teil. Wo ist die erste Fraktion? Gibt es doch gar nicht. Die erste Fraktion gibt es, die vertreten viele Menschen, die sagen, ob das modern oder historisch ist, eigentlich völlig egal. Ja. Und diese Schubladen sind halt vielleicht nicht so.
Ja, die Schubladen müssen natürlich, da haben wir natürlich jetzt die Schulbildung, dass es einerseits natürlich eine typologische Charakterisierung gibt und dann andererseits eine empirisch-historische. Und die entwickelt sich nacheinander heraus. Man kann bloß die typologische gegen den empirischen Einzelfall setzen, wo es, wenn es keine Vermittlung gibt, dann gibt es so gar kein Formbewusstsein mehr. Dann gibt es weder eine politische, historische Einschätzung noch eine ästhetische. Und die Frage ist ja, wie die zueinander kommen. Und dass sich jemand die Mühe macht zu sagen, es gibt sowas wie eine Typologie, die versucht man zu benennen, woraus man die auch immer herleitet. Aber sie kann vielleicht konstatiert werden. Jetzt haben wir diesen Negationsaspekt, der scheint ja auch irgendwie plausibel zu sein. Da ist ja schon mal ein Ansatz geboren. So. Also war jetzt kein Vorwurf, war jetzt bloß eine Beobachtung. Ich kann nicht so argumentieren. Sprich mal lauter, weil die Anna wollte ich auch hören. Und vielleicht gibt es sogar mehr Anknüpfungspunkte. Ja, ich hoffe doch auch. Als man denkt, also da wäre es vielleicht doch wieder hilfreich, von Italien her die Kritik der italienischen Architekten an der Nazi-Architektur mal aufzunehmen, die ja insbesondere den militärischen, den repetitiven, diese langen, wenig jetzt als Baukörper ausdifferenzierten und Großbauten, ganz anders als in Italien, dann massiv angreifen. Und eine der Besonderheiten, und das ist halt auch eine gesellschaftliche Entwicklung, eine der Besonderheiten der deutschen Diktatur ist von der ersten Sekunde an die extreme Aufrüstung in Richtung Krieg. Also diese Militarisierung sowohl des Wohnens als auch der ganzen Industrie und die Kasernen natürlich. Ich erinnere nochmal, dass 400 Kasernen, und das sind Kasernen, das sind keine Bauten, sondern das sind ganze Stadtviertel, jeweils bis 1939 neu gebaut worden sind. Also diese ganze Seite, da würde ja sich vieles auch daraus erklären, was du erklärt hast, also an diesen Elementen. Also man kann es vielleicht auch anders als jetzt mit dem Heimatschutz, also das mit dem Bogen würde mir nie einleuchten, warum soll das Heimatschutz sein? Also wenn du sagst, naja, man nimmt etwas, was man eigentlich nicht braucht, und das ist Heimatschutz, auch eine komische Definition. Nein, man nimmt etwas, von dem man die Vorstellung hat, dass es für eine bestimmte Region einen einheitlichen, historischen, naturwüchsigen Typus darstellt. So könnte man es definieren. Aber das ist ja der Bogen überhaupt. Ja, aber also Sie haben es gedacht, dass das sei. Das ist die kühne Behauptung. Und Sie haben dann sich mächtig gefreut, dass um 1800 der Weinbrenner das aufgenommen hat, den berühmten Straßenentwurf für die Straße in Karlsruhe, dass Sie das dann, Sie haben gedacht, wir haben um 1800 in unserem deutschen Klassizismus eine Brücke von den archaischen Urformen, die dann wieder aufgenommen worden sind, und eine Brücke sogar zur Antike, da gibt es die Dora-Theorie, das lässt sich sehr schön machen. Was entscheidend ist, was diese merkwürdige Stilistik von aller anderen unterscheidet, historisch. Du hast von einer allmählichen Herausbildung geredet, und natürlich kann man von einer allmählichen Herausbildung bei knapp 12 Jahren nicht reden. Im modernen Medienzeitalter, deshalb habe ich auf dieses wirklich kluge Buch von Otto Thome, die Propagandamaschinerie, verwiesen, geht diese Implementierung, diese Propagierung von auch bestimmten Stilformen viel schneller. Wir haben jede Woche erscheint die Bauwelt, und die zeigt, zumindest in einem Seitenbild, was für aktuelle Formen von oben gewünscht werden. Da kann man sich orientieren. Wir haben weiterhin, ganz wichtig, einen Kurierdienst, wo man zum Beispiel auch große Pläne innerhalb von Stunden versenden kann. Wir haben ein Telefon mit Echtzeitkommunikation, wo man konkrete Anweisungen geben kann. Wir haben Filme, Wochenschau, wo auch aktuelle Geschichten der Führer bei der Eröffnung des. Und da fragt natürlich jeder Architekt dann seine Messung, was ist denn das für ein Dings, was hat er denn für einen Gipsentwurf, das ist schade, schon wieder vorbei. Also, das heißt, wer beflissen ist, sich anzupassen oder begeistert ist vom Dritten Reich, gab es ja durchaus, der konnte sich relativ schnell informieren, sodass diese Stilformen relativ schnell umgesetzt werden konnten. Den Modernen war schon 34 klar, dass eine auch nur moderne Architektur, wo dies durchaus so charakterisiert wurde, besonders unangenehm bei Gropius, aber auch bei Mies,
Man hat ja mehr Dinge auch rausgearbeitet. Das ist sehr peinlich. Im Kern auch sehr unangenehm. Aber entscheidend ist, haben diese Anpassungsversuche von Seiten der Moderne irgendeinen Erfolg gehabt? Gibt es auch nur einen einzigen Bau, der in der repräsentativen Form des neueren Bauens gebaut worden wäre, einen größeren Bau? Ich habe versucht, in meinem Buch sogar ein paar Beispiele zu bringen für solche Aufnahmen. Zum Beispiel gibt es eine Fernsehsprechstelle, das erste Videophon in Charlottenburg, die ist schon recht modern gestaltet, aber das ist doch die Ausnahme von der Regel. Entscheidend ist, je repräsentativer, und das würde ich auch als Schlusswort sehen, desto weniger modern konnte ein Bau sein. Und je weniger Ewigkeitswerte hat, umso weniger monumental. Das ist natürlich auch banal irgendwie die Aussage. Aber eine Industrieanlage, da hat man wirklich Schwierigkeiten, das historische Vorbild zu sehen. Bei dieser Bogenhalle, und sei sie so abstrakt und so hergeholt, wie, was hat die in Berlin zu suchen und so weiter, ja, könnte man ja sagen. Da könnte man bestenfalls auf die Gerichtslaube, die seit 1871 abgerissen war, Gerichtslaube verweisen. Was hat das mit Berlin zu tun und so weiter. In dem Fall kam es tatsächlich eher auf eine abstrakte Erfindung, ja, eines Kontinuitätsstrangs an, schwer zu beschreiben. Aber erstmal, die Formen sind da, sie müssen beschrieben werden und sie müssen erklärt werden, weil billig ist das nicht. Man hätte da noch ein ganzes Wohnzimmer in der Größe unterbringen können. Ja? Das heißt, warum musste das vorgezogen werden? Warum die Symmetrie? Warum diese Form? Ja? Und nichts weiter ging es mir darum, bei diesem Buch das zu versuchen zu erklären. Und so mancher wird da einiges vermissen. Also wie gesagt, es ist gar keine Schule dabei, ist das schon ärgerlich. Die Kasernen hätten noch eine ganz andere Ausbreitung als bedeutende Bauaufgabe verursacht. Da könnte man dann zum Beispiel sagen, gucken Sie sich mal die normalen Garagen an, das ist der blanke Funktionalismus. Da würde ich sagen, ja klar, war ja auch bloß eine Garage. Hat ja noch gar keine ideologische Funktion. Ja, es kommt drauf an, wenn es denn der repräsentative Zusammenhang ist. Aber dann kann man sagen, dann hat die Funktion aber auch nichts zu sagen. Wenn ein Trafohaus im dritten Hinterhof von Firma Müller funktionalistisch gestaltet werden kann, aber am Reichsluftfahrtministerium monumental zu sein hat wie eine Jahrenhalle, dann herrscht kein Funktionalismus. Da gibt es überhaupt kein modernes Konzept. Das ist egal, ob das Ding dann hinten im dritten Hof dann sachlich sein kann. Da ist das Konzept der Moderne absolut inexistent, weil es eben nicht nur auf die Funktion ankommt, sondern auf die repräsentative Bedeutung. Ja? Und das sind so die Wertmarkierungen, die die Nazis gesetzt haben. Und mir liegt es gar nicht so sehr auf die Details. Ich will gar nicht bestreiten, dass es da 1000 Widersprüche gibt. Die brauchen wir nur noch einmal umzurühren. Aber diese Wertmarkierung, die sie versucht haben, brutal zu setzen, auf die kam es mir an und die kommt in den Bauten zum Ausdruck. Es wäre doch gar nicht notwendig, jetzt so weit zu gehen. Also natürlich gibt es repräsentative, extrem moderne Bauten in der Industriearchitektur, weißt du ja auch, unter anderem. So, und fällt mir ein. Ja, von allein hier bei Rippel in Oranienburg, das wissen wir ja. Es ist ja trotzdem die Frage, diese Architektur ist nichts nebenbei, was niemanden interessiert hat, sondern Industrieauflüstung war das zentrale Projekt. Deswegen ist Industriearchitektur nichts, was man als in der dritten oder vierten Reihe sehen kann. Also, aber es ist auch nicht notwendig. Warum? Wir wissen doch, es war möglich und es wurde auch groß in den Zeitschriften immer wieder dargestellt, moderne Industriearchitektur. Das widerspricht doch auch deinen sonstigen, das finde ich jetzt überzogen. Und sagt dir, das gibt's, ist irgendwo in der Ecke gewesen, ist überhaupt nicht in der Ecke. Zum Abschluss, ich würde sagen, es gibt ein klares, eine klare hierarchische Abstufung, darauf beharre ich, und das lässt sich an den Bauten auch nachweisen. Die Bauten sind umso einheitlicher, umso mehr Ewigkeitswert sie haben. Gut, die überzeitlichen Bauten, die für das Ganze, für die Rasse, für das Blut stehen, sind die oberzeitlichen Klassizismus. Wer da einen einheitlichen Stil leugnet, dem ist mir wirklich nicht mehr zu helfen. Entschuldigung. Ja, ist ja klar. Und beim Heimatstil, da sieht das wieder ein bisschen schwierig aus. Da gibt es verschiedene Ansätze, vollkommen richtig. Es gibt zum Beispiel schon um 1900 verschiedene, zwischen Tessenow und Muthesius, sehr unterschiedliche Ansätze. Oder zumindest verschiedene.
Das spiegelt sich das umso mehr mit. Die meisten haben ab 1930 keinen Heimatstil mehr gemacht. Herr Scharoun hat schon ab 1922 keinen Heimatstil mehr gemacht und musste sich mühselig das Zeug wieder anpassen. Und deshalb sehen die Bauten auch was ungeschickter aus als Profis, ne? Von Schmittern, von dem sie am meisten als Hilflosigkeit auch am meisten abgeschrieben haben, abgekupfert haben. Ne? Entscheidend ist, wir haben die dritte Kategorie von Bauten, wo es tatsächlich erst einmal von der Funktionalität her, die muss man auch ernst nehmen, erstmal keine Traditionsanbindung gibt. Was macht man denn, wenn man eine Hochspannungsleitung über 30 Kilometer über Land zu führen hat? Da kann man doch nicht so tun, als sei das in Wirklichkeit Neuschober, der so lange ist. Man kann das nicht verstecken auf bestimmten Ebenen, zum Beispiel Industrieschornsteine. Man kann es nur für eine Technologie schaffen, dass die Schornsteine kleiner, dünner und weniger qualmen, nicht wie beim Kraftwerk in Boccarone. Was macht man mit diesem Zeugs? Ja, man kann zum Beispiel eine Straßenbahn nicht führen ohne eine Energieleitung. Und wie gestaltet man dann die Master? Ja, so schwierig. Sozusagen bestimmte Fragen sind auch unlösbar. Man konnte mit den traditionellen Formen nicht alles gestalten. Das war auch den Nazis klar. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht über Formgestaltung geredet. Nicht? Ich habe würde dann ja auch sozusagen reingrenzen. Ganz klar, man kann aus bestimmten Bereichen die Nazis nicht im Zentrum gesehen haben. Und tut mir leid, dazu gehört die Industriearchitektur, nicht schließen, dass es da keine Einheitlichkeit gegeben habe. Hier gibt es Versuche, und gerade übrigens auch bei Heinke, die Architektur von Rippel in Oranienburg kommt nicht vom Bauhausmoderne her. Das haben einige versucht zu überweisen, sind schrecklich gescheitert, bis hin zu Gerhard Fehl, der die falsche Behauptung aufgestellt hätte, Rümpel sei ein Assistent von Gropius gewesen. Das ist mehr als hilflos. Bauhaus ist nicht die Moderne. Naja, natürlich nicht, aber Bauhaus ist nicht umsonst das Zentrum der Moderne. So, zweitens, wo kommt es her? Wo kommt es her? Konkret von der Kirchenbauarchitektur von Dominikus Böhm, dessen Schüler Rümpel war. Und von Böhms Kirche in Hindenburg. Mit der postmodernen Burgfassade in beiden Blöcken sind zum Beispiel die Werkhallen mit ihren berühmten Torkammern, von denen ich nachgewiesen habe, dass sie statisch nicht nötig sind. Die massiven Ecken an der Seite, die Backen, sind die unmittelbar abgeleitet. Das ist zum Beispiel so ein Konkretum. Das findet man in dem Buch nur angedeutet. Aber was mehr als angedeutet wird, ist zum Beispiel, wenn das bewusst, wenn ich sage verfälscht, aber verfremdet wird. Bei Nerdingers Buch, Bauhaus und Moderne im Dritten Reich, gibt es eine Aufnahme von Heilersberger, wo man diese massive Ecke sieht und die dynamisch in die Tiefe laufende Geschichte. Und der unbekannte Designer mit Wissen von Nerdinger hat den hinteren Teil, wo man nämlich das massive Ecke sieht, das Ding ist ja symmetrisch, weggeschnitten, sodass es so eine suggerierende Modernität reinkommt. Das heißt, er hat den Bau nach dem Foto Heilersbergers moderner gemacht, als er ist. Und das wird von mir im dritten Teil bewusst, brutal, deutlich genug auf die Hörner genommen, indem ich zum Beispiel mit beiden Fotos verglichen habe. Ich würde vorschlagen, dass wir es jetzt dabei lassen, dass wir genug Stoff haben, zumal der dritte Teil kommt und wir bei weiteren Gelegenheiten die Auffassung über die verschiedenen stilistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts nochmal genauer vertiefen können. Jetzt musst du dein Buch erstmal fertig stellen. Ja. Ganz kurze technische Frage. Ja. Im Buch, ganz jetzt unideologisch, Sie haben ja vor allen Dingen von den Darstellungsmedien jetzt Fotografien gewählt. Wird es in dem Buch auch Grundrisse und Zeichnungen geben? Selten. Es ging nicht anders, ganz selten. Das ist ein altes Problem, schon die klassische Moderne hatte das, internationale Architektur. Wurde damals schon gemeckert, dass bloß Fassaden zu sehen sein, muss es doch die Moderne gegen Fassaden gewesen sein. Nein, das ist auch kein Gemecker, das ist vollkommen richtig. Eigentlich müsste man jetzt die Analyse auf die Grundrisse erstrecken. Vollkommen richtig. Das ist ein großes Problem. Man müsste die Anzahl der Beispiele wesentlich verringern, wenn jedes Beispiel logischerweise mit der nötigen und vor allen Dingen einheitlichen Konsequenz gestaltet wird. Bei sehr guten Architekturführern ist das immer so, dass fast immer ein Grundriss dabei ist. Sehr schwierig. Aber das wäre zum Beispiel auch sehr wichtig für die Architekturgeschichte. Es gibt da zum Beispiel so ein Detail, auch für den berüchtigten Heimatstil, typisch, dass man ein Portal
mit einer gewaltigen Leitungstiefe in die Wand einschneidet, obwohl der Bau an sich bloß so eine Normalwand hat. Was macht man? Man baut das Portal nicht nur optisch nach innen geschlossen, sondern zieht auch zwei künstlich zu einer Mauerzunge in den Bau hinein. Das sieht dann, ja, schwer zu beschreiben, also so und so aus, also wie so eine Art Bucht, wie ein Trog innerhalb des Baus. Das macht Speer in der großen Galerie der Reichskanzlei und das macht Architektur Lehmann, Meyer und Schulze bei meinem etwas repräsentativeren Heimatstilhaus. Das kann dann an den Grundrissen gezeigt werden. Oder zum Beispiel, ich zeige in einem meiner Beiträge das Haus der Technischen Werke in Stuttgart. Da gibt es eine Pfeilerhalle, relativ sicher, sachlich in der Kassenhalle, da wo man halt seinen Stromvertrag kauft. Das Technische Werke Stuttgart, sehr interessant. Und dann stellt sich raus, so gemäß, die Pfeilerhalle hat so einen schönen Rhythmus. Jeder zweite Pfeiler ist fake, jeder erste, der ist auch fake. Nein, jeder zweite Pfeiler ist fake, der ist nur dazu da, um das Auslösen, der hat nämlich eine Auslassöffnung von der Klimaanlage oben drin, über dem Kapitän. Das heißt, der ist nur dazu da, um die warme Luft von oben nach unten abzusaugen. Der einer steht, der andere hängt bloß sozusagen. Ja, der ist als Rabitz da reingehängt, damit sich so eine schöne militärisch-klassizistische Wirkung ergibt. Also du hast uns jetzt erneut Lust auf dein Buch gemacht. Es muss jetzt fertiggestellt werden. Es wird wenig Grundrisse haben, viele Fotos. Ja. Aber Gegenstand von Debatte haben wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich wünsche jetzt einfach, dass es jetzt schnell kommt, dass auch wer noch Möglichkeiten sieht, es mit unterstützt, dass es zustande kommt, damit wir sozusagen anhand des Buches diskutieren können. Ja, ich denke schon. Ich habe ja vorhin noch mal auf den ganz wichtig noch für Sie auch noch mal auf das in Blau verwiesen. Ne? Das ist der erste Vortrag von 21. Den könnte man als Ergänzung schon mal nehmen. Da habe ich das zum ersten Mal vorgestellt, als es noch kaum, da war es in keinem Embryonalstadium. Sie müssen es hier nicht abschreiben. Sie können auf die linke Seite gehen. Da gibt es ein Archiv unserer Veranstaltung und da heißt der Referent Ulrich Hartung und dann finden Sie das. Sie müssen also nicht diesen Link jetzt da sich melden. Aber notfalls würden Sie auch mich erreichen. Oder Sie rufen mich an, den vermittelten Kontakte. Uli, ganz vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Okay. Und ich darf mich schon einladen zum Start unseres Frühjahrsprogramms. Am 14. Februar wird Christian Hufen über das Haus Perls berichten. Er hat also genauer geforscht über Mies van Rohe's Gebäude für Emil Fuchs, beziehungsweise Erweiterungsbau, dann für Fuchs. Und dieses Gebäude kommt jetzt aus verschiedenen Gründen neu in die Debatte. Wir werden also mit einem Architekturvortrag im nächsten Jahr auch wieder starten. Und bis dahin ist dann auch das Programm des nächsten Halbjahres fertig, was Sie als gedrucktes Exemplar bei mir anfordern können oder eben auf der Website sehen können. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und schöne Zeit zum Jahresausklang. Danke.